Einen schönen guten Tag und ein herzliches Willkommen aus Hamburg. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie heute Abend dabei sind. Und ich bin heute zum Beginn des zweiten Tages begleitet von Frau Nina Burkhardt, ärztliche Koordinatorin im Asklepios Tumorzentrum Hamburg. Und wir freuen uns, dass Sie mit heute Abend hier eingeschaltet sind, jetzt zum Sundowner sozusagen, statt draußen zu sitzen, zu Hause hier medizinisches Update zu hören. Ja, wir haben einen ganzen Tag gestern schon hinter uns gebracht und ich begrüße sozusagen genauso meinen Co-Vorsitzenden, Professor Wündisch in Marburg. Herr Wündisch, gut in den Tag hier gekommen und gespannt auf den zweiten Tag nach den bahnbrechenden Dingen, die wir gestern beim Thema gynäkologische Tumoren, Mammakarzinom und Thoraxonkologie hatten. Genau. Ja, auch ganz herzlich willkommen aus Marburg. Hat uns große Freude, gestern hier bereitet mitmachen zu dürfen. Es hat ja auch sehr schön geklappt alles. Und wir hatten ja begonnen mit Professor Wagner, mit den gynäkologischen Tumoren. Und eine große Rolle haben wieder gespielt die Checkpoint-Inhibitoren in verschiedenen Indikationen, sind dann weiter zum Mammakarzinom, hatten dann eine sehr schöne Keynote von Professor Neubauer. Ich glaube, aufgezeichnet wird das nicht. Also ich glaube, im Nachhinein kann man sich das nicht angucken. Die hätte ich sonst allen sehr ans Herz gelegt. Und dann nicht zu vergessen, der schöne Part mit der Supportivtherapie von Frau Schilling. Und ja, dann eben noch die Thorax-Onkologie. So dass wir gestern schon einen langen und umfassenden Überblick bekommen haben und uns sehr auf den heutigen Tag freuen. Heute ist es ja primär, sage ich mal, aus Hamburg gestaltet. Nur die Frau Dr. Rinke, die Frau Privatdozentin Rinke, wird bei den Pankreas und bei den cholangiolären Karzinomen sprechen. Aber also wir freuen uns hier drauf und ich hatte auch sehr schöne Rückmeldungen von den Kolleginnen und Kollegen. Ja, also ganz herzlichen Dank, dass Sie uns da mitgenommen haben und wir freuen uns auf ja, den zweiten Teil, der zeitnah starten wird. Vielen Dank. Also wir freuen uns auf den Marburger Input und besonders Input heute ist gefragt von anderen Disziplinen. Wir haben ja heute den Schwerpunkt gastrointestinale Onkologie, ein interdisziplinäres Fach. Und auch wenn diese Veranstaltung heißt ESMO Update medizinische Onkologie, weil wir gedacht hatten, es werden vorwiegend wie gestern auch überwiegend Therapien zur oder Veränderungen in der medikamentösen Tumortherapie. War es doch überraschend zu sehen, wie viele interdisziplinäre Beiträge dieses Jahr gewesen sind. Und wir freuen uns hier mit Professor Fischbach und Professor Puhl im Studio, auch einen interventionellen Radiologen und auch einen Chirurgen zu haben. Und damit, jetzt will ich dem gar nicht weiter sehr groß vorgreifen. Die erste Session wird von Frau Burkhardt und von Herrn Dr. Dahlke geleitet. Herr Dahlke, übernehmen Sie doch und ich bin gespannt, was wir in der ersten Sitzung zum Thema Magenkarzinom denn haben. Ja, vielen Dank. Auch ich darf Ihnen einen schönen Abend wünschen und freue mich jetzt die erste Session des zweiten Tages, oberer Gastrointestinaltrakt anzukündigen. Wir haben zwei Vorträge und der erste Vortrag ist von Nina Burkhardt und Sie haben die ganze Zeit die Chatfunktion offen und dürfen Fragen reinstellen und wir werden die Fragen jeweils nach den Vorträgen beantworten. Und dann würde ich sagen, wir legen auch gleich los. Nina. Vielen Dank. Ich freue mich heute Abend, die neuesten Daten zu den Ösophagus- und Magenkarzinomen vorstellen zu dürfen. Interessenkonflikte gibt es keine. Gegliedert habe ich das Ganze, angefangen mit der Immuntherapie der Plattenepithelkarzinome des Ösophagus zu den Adenokarzinomen des Magen- und gastroösophagealen Übergangs und abschließend nochmal eine Zusammenfassung der aktuell zugelassenen immuntherapeutischen Anlässe. Beginnen möchte ich rückblickend im letzten Jahr, da wurde beim ESMO die Keynote-590-Studie vorgestellt. Das ist eine Studie, da wurde verglichen der Vorteil der Hinzunahme von Pembrolizumab zur Chemotherapie bei lokal fortgeschrittenen Ösophaguskarzinomen. Eingeschlossen wurden hier Plattenepithelkarzinome im Großteil, aber auch Adenokarzinome.
Und die Studie zeigt eine klare Verbesserung im Gesamtüberleben, unabhängig vom CPS-Score. Also wir sehen den Vorteil klar zum einen in der Population der Plattenepithelkarzinome mit dem CPS-Score über 10, aber auch in der Gesamtpopulation. Diese Daten der Studie führten dann auch dazu, dass die Kombination aus Pembrolizumab mit einer Platin- und Fluoropyrimidin-basierten Chemotherapie die EMA-Zulassung erhalten hat. Rückblickend eine weitere Studie wurde beim diesjährigen ASCO vorgestellt, die ESCORT-1-Studie, eine chinesische Studie. Hier wurde ebenfalls die Frage wieder gestellt, Chemotherapie plus Immuntherapie, in diesem Fall mit Camrelizumab, einem PD-L1-Inhibitor, gegen alleinige Chemotherapie, auch bei den fortgeschrittenen Plattenepithelkarzinomen des Ösophagus. Auch hier zeigt sich ein klarer Vorteil der Hinzunahme der Immuntherapie in Bezug auf das Gesamtüberleben und das progressionsfreie Überleben. Aber im diesjährigen ESMO wurden zwei Studien mit der gleichen Fragestellung vorgestellt. Zum einen ist es die Orient-15-Studie, ebenfalls eine chinesische Studie. Hier wurde als Immuntherapie Sintilimab mit Chemotherapie kombiniert und gegen alleinige Chemotherapie verglichen. Primärer Endpunkt war das Gesamtüberleben in der Gesamtpopulation und das Überleben in der Population mit einem CPS-Score über 10. Auch hier zeigt sich wieder der klare Vorteil durch die Hinzunahme der Immuntherapie bei diesem Patientenkollektiv. Auch hier wieder im Gesamtkollektiv und bei den Patienten mit dem CPS-Score über 10. Die vierte Studie im Bunde ist die Jupiter-06-Studie, eine weitere chinesische Studie, die im gleichen Aufbau, also zweiarmige Studie, wieder verglichen hat, Immuntherapie plus Chemotherapie gegen alleinige Chemotherapie. Der PD-L1-Inhibitor war in diesem Fall Toripalimab. Und auch hier sehen wir den klaren Vorteil durch die Hinzunahme der Immuntherapie zur Standardchemotherapie. Hier sowohl im Gesamtüberleben wie im progressionsfreien Überleben. Zusammengefasst diese vier Studien nochmal, also es sind vier große Phase-3-Studien. In jeder Studie wurde Standardchemotherapie plus Immuntherapie gegen Standardchemotherapie verglichen. Es wurden insgesamt über 2.500 Patienten eingeschlossen. Und insgesamt zeigt sich in allen Studien ein klarer Vorteil für die Hinzunahme der Immuntherapie zur Standardchemotherapie bei den fortgeschrittenen Plattenepithelkarzinomen des Ösophagus, was einfach hier den Stellenwert der Immuntherapie bei dem Patientenkollektiv einfach deutlich untermauert. Eine weitere Studie, die auch dazugehört, also die fünfte Studie, ist vom Aufbau etwas anders. Ist auch beim ASCO diesen Jahres vorgestellt worden, ist die CheckMate 648-Studie. Auch hier wurde in einem Arm Nivolumab plus Standardchemotherapie gegen Chemotherapie verglichen. Und auch hier sieht man den klaren Vorteil der Hinzunahme der Immuntherapie im Gegensatz zur alleinigen Chemotherapie. In einem weiteren Arm wurde in dieser Studie der Stellenwert der alleinigen Immuntherapie oder der Immuntherapiekombination, in diesem Fall mit Nivolumab und Ipilimumab, gegen Standardchemotherapie verglichen. Und auch hier zeigt sich ein klarer Vorteil mit einer Signifikanz im Gesamtüberleben. Zum Zweiten kommen wir zu den Adenokarzinomen und dem Stellenwert der Immuntherapie bei den Magen Karzinom und den Karzinom des gastroösophagealen Übergangs. Hier möchte ich beginnen mit der Orient-16-Studie, eine weitere chinesische Studie, zweiarmig. Hier wurde erneut Sintilimab mit Capox gegen alleinige Capox-Therapie verglichen. Primärer Endpunkt, das Gesamtüberleben in der Intention-to-Treat-Population sowie das Gesamtüberleben in der Population mit einem CPS-Score über 5. Hier zeigt sich der deutliche Vorteil in der Population mit dem CPS-Score über 5 und in abgeschwächter Form auch ein Vorteil in der Gesamtpopulation. Die nächste Studie, die ich zeigen möchte, ist die CheckMate 649-Studie. Studie, die wir schon kennen und
kommt zurück, genau. Der Checkmate 649, die Daten kennen wir schon. Es wurden auf dem diesjährigen ESMO die Langzeit-Follow-up-Daten der Immuntherapie plus Chemotherapie-Kombination vorgestellt und erstmalig wurden auch Daten aus dem alleinigen Immuntherapie-Arm mit Nivolumab und Ipilimumab gezeigt. Die Daten des Langzeit-Follow-ups aus dem Chemotherapie plus Nivolumab-Arm haben sich zu den Daten, die wir bereits kannten, bestätigt. Also es ist weiterhin ein deutlicher Vorteil im Gesamtüberleben und im progressionsfreien Überleben in der Hinzunahme der Immuntherapie zur Standardchemotherapie. Und das führte auch dazu, dass durch die FDA diese Kombination schon eine Zulassung erlangt hat. Und jetzt neu Mitte September gab es auch ein positives Voting der EMA für diese Kombinationstherapie bei den Patienten mit Adenokarzinom des gastroösophagealen Übergangs und des Magens. Erstmals sahen oder wurden jetzt hier auch die Daten der Immuntherapie-Kombination mit Nivolumab und Ipilimumab vorgestellt. Und Sie sehen es an den Kurven, hier bringt es keinen Vorteil. Und hier ist es auch so, dass der Studienarm vorzeitig abgebrochen werden musste, am ehesten wegen hoher Toxizität und dadurch bedingten Therapieabbrüchen und Dosiseinschränkungen. Das sehen wir genauer nochmal in der Tabelle der Treatment-Related Adverse Events. Hier vor allem bei den schweren AEs haben wir eine Verdopplung der Grad 3 und 4 Toxizitäten im Nivo-IP-Arm im Vergleich zum Standard-Chemotherapie-Arm. Diese Verdopplung der Chemotherapie ist am ehesten dadurch bedingt, dass Nivolumab hier mit 1 Milligramm pro Kilogramm und Ipilimumab mit 3 Milligramm pro Kilogramm eingesetzt wurde und dadurch in der Kombination einfach zu toxisch ist. Wir kennen die Kombination aus anderen Therapien in umgekehrter Dosierung und da wird sie deutlich besser vertragen. Eine Subgruppe möchte ich speziell aus dieser Studie nochmal zeigen und das ist die MSI-High-Subgruppe. Hier verglichen oder hier die beiden Arme nochmal Nivolumab plus Standardchemotherapie und die Gruppe der Immuntherapie-Kombination. Genau, die Gruppe der MSI-High-Tumore haben einen klaren Vorteil durch die Hinzunahme der Immuntherapie verglichen zu der mikrosatellitenstabilen Population. Abschließend möchte ich nochmal eine Zusammenfassung der aktuell zugelassenen Immuntherapien zeigen. Und genau. Hier nochmal schön aufgelistet alle aktuell zugelassenen Immuntherapien, unterschieden zwischen den Adenokarzinomen und den Plattenepithelkarzinomen. Zu den Plattenepithelkarzinomen hat man in den Studien nochmal gezeigt, dass es oder gesehen, dass es in der Population mit erhöhtem CPS, CPS über 10, wie es in den Studien meist war, und in der Gesamtpopulation, in beiden Populationen einen Vorteil gab im Therapieansprechen. Und anders bei den Adenokarzinomen, da sah man doch, dass die Patienten mit Adenokarzinomen deutlicher von der Hinzunahme der Immuntherapie profitierten mit höherem CPS-Score. Genau, und auch hier nochmal zu erwähnen, dass die Kombinationstherapie von Nivolumab plus Standardchemotherapie auf Basis der CheckMate 649-Studie ein positives CHMP-Voting der EMA hat und die Zulassung dafür erwartet wird. Vielen Dank. Okay, vielen Dank für die tolle Vortragende, für den tollen Vortrag und die Daten, die gleich verglichen worden sind mit den Vorstudien. Wir wissen, dass die Immuntherapie jetzt eine starke Wirkung hat in der First Line des metastasierten Ösophagus- und Magenkarzinoms. Und sowohl für Magen als auch Ösophagus werden, eine Zulassung ist ja schon da und die nächsten Zulassungen werden erwartet und Einzug halten. Wir haben in der Second Line die Monoimmuntherapie auch schon in der Zulassung und die Frage ist, es sind häufig Patienten, die vorab schon
sehr krank in die Therapie gehen, weil sie eben lange Zeit schon eine Unterernährung hatten und eine Karexie ausgebildet haben. Und gibt es Daten, die den Einstieg für diese Patienten einfacher machen? Wenn ich jetzt die First Line gebe mit Immuntherapie und Chemotherapie, dann werden sie die First Line schaffen. Möglicherweise kann ich die Immuntherapie noch ein bisschen länger führen. Gibt es irgendwelche Ideen, schon beim Einstieg weniger aggressiv vorzugehen? Analog zu den Karzinom-Studien zum Beispiel, wo Chemotherapie in zwei Zyklen kombiniert mit der Immuntherapie danach verabreicht wird. Nee, ist ein spannender Ansatz, aber gibt es bisher noch keine Daten dazu. Okay, und wenn ich noch eine zweite Frage stellen darf. Beim Plattenepithelkarzinom war die Kombination von Ipilimumab und Nivolumab ja auch gut, muss man sagen. Und beim Adenokarzinom war es das nicht. Gab es da irgendwelche? Ja, auffallen tut da natürlich im Studiendesign, dass bei den Plattenepithelkarzinomen Nivolumab mit 3 Milligramm pro Kilogramm und Ipilimumab mit 1 Milligramm verabreicht wurde. Und bei den Adenokarzinomen war es in umgekehrter Dosierung, was dann einfach zu toxisch war mit dem Ipilimumab in 3 Milligramm. Und vielleicht, wenn man die auch den Plattenepithelkarzinom anpassen würde in der Dosierung, vielleicht, dass es dann einfach besser tolerabel ist und einfach die Toxizität niedriger ist, dass die Patienten einfach einen besseren Profit daraus ziehen können. Okay, ich gucke noch mal in den Chat, ob es hier Fragen gibt. Wir waren jetzt die ganze Zeit im metastasierten Stadium. Hier kommt eine Frage nochmal zur adjuvanten Immuntherapie. Auf beiden Kongressen, dem WCLC und dem ESMO, wurden Daten der IMPOWER 010 gezeigt. Wie sind die Daten in der adjuvanten Situation einzuordnen? Hallo? Gute Frage. Darf ich kommentieren? Ja. Ja, das ist die letzte Frage von der Lungenkarzinom-Session gestern. Das bezieht sich auf die sozusagen auf die adjuvante Chemotherapie. Ich hatte da gerade noch mal, wollte aber eine Frage aus Marburg stellen. Wir haben gerade diskutiert, jetzt Kombination Immun-Chemotherapie. Was sind Ihre Konzepte oder wie sehen Sie die Sequenz bei der Zweit- und Drittlinientherapie? Dass man ja doch am Anfang viele Optionen, wie würden Sie das sehen unter den Daten, sagen wir mal, beschränken wir uns auf die metastasierte Situation, die Sie gerade gezeigt haben und wie machen Sie es bei sich? Na, im Moment, also man hat ja jetzt meist die Immuntherapie schon in der Erstlinie einfach mit drin und entweder mit Nivolumab oder Pembrolizumab und dadurch wird es für den PD-L1-Inhibitor in der Zweitlinie einfach schwieriger oder man probiert es einfach mit dem PD-L1-Inhibitor weiter in der Zweitlinie. Aber so richtig die Studienlage dazu, kannst du? Nein? Okay. Herr Professor Arnold? Vielleicht können Sie mir einmal aushelfen mit der Frage der Abfolge der Therapien, wenn in der Erstlinie schon die Immuntherapie gegeben wurde, wie wir es dann weiter staffeln in der Zweit- und Drittlinie? Keine weitere. Keine weitere, okay. Sind hier nicht reingekommen, sodass wir jetzt den zweiten Vortrag uns vornehmen. Hauke Weilert vom Onkologischen Zentrum Asklepios Klinik Barmbek. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Joachim. Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Viele Grüße aus Hamburg-Barmbek. Wenn wir über Magen- und Ösophagus-Karzinom reden, haben wir eben viel über die Immuntherapie gehört. Ich fand noch zwei weitere Studien, die vorgestellt wurden, sehr interessant und über die möchte ich gerne jetzt einmal sprechen. Ich habe keine Interessenkonflikte, genau. Ich möchte einmal über die HIPEC sprechen. Es gibt eine sehr interessante Studie aus Berlin, die Gastropec 1, und über Möglichkeiten bei HER2-positiven Magen- und AEG-Tumoren in der Zweitlinientherapie.
Fangen wir an mit einer Studie von der Kollegin Rau aus Berlin. Nennt sich die Gastripack 1. Es geht um den Effekt der HIPEC als Zusatz zu der zytoreduktiven Therapie. Zum Hintergrund, wir haben ungefähr 30% Metastasen im Peritoneum, wenn ein metastasiertes Magenkarzinom vorliegt, ungefähr 50% in der Leber. Und es gibt durchaus die Beobachtung, dass zum Beispiel eher jüngere Patienten peritoneal metastasieren, Patienten, die zum Beispiel im Magenkorpus den Primärtumor haben, eher peritoneal metastasieren und ältere und im Kardierbereich liegende Tumore und bei älteren Patienten zum Beispiel eher Lungen- und Lebermetastasen machen. Wenn man das jetzt vergleicht und schaut, was können wir erreichen, ist der Best Supportive Care Verlauf ein mittleres Overall Survival von ungefähr 3-4 Monaten mit palliativer Chemotherapie, 4-9 Monate, eine ausgedehnte OP kann durchaus das Overall Survival erhöhen. Und die Frage ist, was kann die HIPEC, also dazu die intraperitoneale Chemotherapie, noch verbessern? Das ist der Aufbau der Studie. Das Ganze startet mit einer diagnostischen Laparoskopie, mit einer Biopsie. Es wurde dann geschaut, liegt ein HER2-positiver Status vor und es wurden PCI erhoben. Also das, wenn das kein Begriff ist, PCI, der Peritonealkarzinose-Index, der Bauch wird aufgeteilt in 13 Felder, wenn man so will. Die kriegen einen Punkt bis maximal 3 Punkten oder 0 bis 3 Punkten, sodass man im Bereich von 0 bis 39 PCI erreichen kann. Der wird erhoben, dann wird randomisiert, es wird eine Chemotherapie durchgeführt, je nachdem, ob der HER2-Status positiv ist oder nicht. In diesem Falle im HER2-negativen Status mit Epirubicin, Oxaliplatin und Capecitabin und bei positivem HER2-Status mit Cisplatin, Capecitabin und Trastuzumab. Dann erfolgt eine erneute Laparoskopie und eine chirurgische Zytoreduktion und dann eben randomisiert entweder eine zusätzliche Gabe einer intraperitonealen Chemotherapie, die erwärmt wird auf 41 Grad. In diesem Fall ist dann Cisplatin und Mitomycin durchgeführt worden. Und im Nachgang dann nochmal die Chemotherapie, wie sie im Vorfeld schon dreimal durchgeführt wurde. Prinzipiell wurden Patienten eingeschlossen mit einem AEG oder einem Magenkarzinom, die peritoneal metastasiert waren, aber nicht sonstige Fernmetastasen hatten. Es wurde verlangt, dass ein Peritonealkarzinose-Index erhoben wird. Es gab keine Obergrenze. Es wurde nur, es musste eingeschätzt werden, dass die Tumormassenreduktion von über 80% gelingt. Der sogenannte CCR, also Completeness of Cytoreduction Score, sollte über 80% liegen. Dann waren der primäre Endpunkt, also die Fragestellung nach dem primären Endpunkt, das Overall Survival, aber eben auch das Progression-Free Survival, Disease-Free Survival und insbesondere Toxicity, also die Verträglichkeit, die Giftigkeit. Kurz einmal zu den Charakteristiken. Hier zeigt sich so ein bisschen, was ich eingänglich sagte, die klinische Beobachtung, eher jüngere Patienten, eher vielleicht im Korpusbereich der Primarius liegend. Und interessant ist auf der rechten Seite der Peritonealkarzinose-Index, der schwankt sozusagen, der ist von unter 6 bis über 13, aber bei 17%, egal in welchem Arm, war der Peritonealkarzinose-Index durchaus bei über 13 gelegen. Da komme ich nachher nochmal kurz drauf. Die Komplikationen ist ja ein relevanter Punkt, wenn wir darüber sprechen, wie gut es ist und wie schädlich es ist. Haben wir hier den Vergleich mit Anastomoseninsuffizienz, Fisteln, Reoperationen oder Infektionen, die waren nicht signifikant. Also die Komplikationen sind vergleichbar, ob mit oder ohne HIPEC. Als Analyse des primären Endpunkts, des Overall Survival, gibt es ja zwei Gruppen, einmal FAS und PPS. Es gab eine nicht unerhebliche Menge in beiden Armen, einmal 11, einmal 13 Patienten, die eine andere Chemotherapie bekommen haben, die haben FLOT bekommen. Deswegen dort jetzt eine geringere Zahl und haben ansonsten aber das Protokoll gleich gehabt, nur eine andere Chemotherapie. Es gab einen nicht unerheblichen Dropout aufgrund von einem Progress und oder einer im Verlauf sich darstellenden Irresektabilität. Daher initial die Zahlen von
105 Patienten, die dann zügig runtergehen, allein aufgrund, weil die Hälfte gar nicht resektabel war. Das Overall Survival ist in beiden Bereichen nicht signifikant verbessert worden durch die Chemotherapie. Aber wenn man sich die Subgruppenanalyse anschaut, bei einem CCR von 0, das bedeutet, es ist kein sichtbarer Tumorrest mehr vorhanden, gibt es durchaus eine signifikante Besserung des Overall Survivals. Beim CCR von größer gleich 1 ist das nicht der Fall. Als Secondary Endpoint ist die Frage nach dem PFS. Und da zeigt sich, dass in der HIPEC-Gruppe durchaus eine signifikante Verbesserung stattgefunden hat. Das heißt, eine Verlängerung des Progression-Free Survivals durch Hinzunahme der Chemotherapie, und zwar unabhängig vom CCR-Status. Ja, was sind vielleicht auch die Probleme oder die Sachen, die man bei dieser Studie bedenken muss? Es wurden Patienten eingeschlossen, auch mit einem PCI von über 13. Und das ist ja ein häufig diskutiertes Thema. Wir sitzen da häufig in der Tumorkonferenz und sagen, wo machen wir die Grenze, gerade beim Magenkarzinom, sodass wir ganz häufig bei über 10 oder bei über 12 eigentlich eine HIPEC für nicht sinnvoll achten. Und wir haben in beiden Armen ungefähr 17% mit einem PCI von über 13. Das ist bestimmt kein Dogma, aber man muss, glaube ich, wirklich schauen, wie relevant ist oder wie möglich ist ein CCR0-Status. Dann gibt es eine hohe Rate von Dropouts, hatte ich schon gesagt, aufgrund der dann im Verlauf bestehenden Progresses oder der fehlenden Resektabilität. Ja, was schließen wir daraus? Was habe ich daraus geschlossen? Also die HIPEC, in diesem Fall mit Cisplatin-Mitomycin, hat keinen Einfluss auf Morbidität und Mortalität, beeinflusst auch nicht das Overall Survival, aber verlängert signifikant das progressionsfreie Überleben. Und wenn wir einen CCR von 0 erreicht haben, haben wir durchaus eine Verbesserung des Overall Survivals, sodass dieses mich dazu bewogen hat, vielleicht genauer noch zu schauen, also die HIPEC prinzipiell als sinnvolle Therapiemaßnahme weiter zu sehen, aber nochmal drüber nachzudenken, wen selektioniere ich raus, wer wird davon profitieren, und gar nicht unbedingt das am PCI festzumachen, sondern aus meiner Sicht eher an der Möglichkeit, ist CCR 0 erreichbar, zum Beispiel ist eine Dünndarmbeteiligung, die limitierend wäre in der Resektion etc. Sozusagen das als Schluss aus der HIPEC-Studie. Ich würde kurz weitermachen mit der zweiten Studie, fand ich auch sehr interessant. Und zwar geht es dort um ein Antikörper-Drug-Konjugat, wie wir es kennen, zum Beispiel aus der Therapie des Mammakarzinoms. Da kennen wir zum Beispiel das Trastuzumab-Emtansin. Es gibt einen neuen Wirkstoff, ich weiß nicht, ob da ein geläufig ist, das Trastuzumab-Deruxtecan. Das ist gestern ausführlich besprochen worden, ist im Bereich der Mammakarzinom-Therapie, hat es enorm gute Ergebnisse bisher geliefert, und da gibt es jetzt eine zweite Phase-2-Studie. Es gibt die sogenannte Destiny Gastric 01. Die Daten sind veröffentlicht ungefähr letzten Sommer. Das war eine Studie aus Asien, wo eine Verbesserung des Ansprechens und des Overall Survivals gegen den Standard des Behandlers gezeigt wurde in der Drittlinie. Dem folgend wurde jetzt die Phase-2-Studie Destiny Gastric 2 vorgestellt, wo wir schauen, wo Patienten eingeschlossen wurden mit einem metastasierten HER2-positiven, auch im Progress HER2-positiven AEG oder Magenkarzinom, die nach Firstline die Trastuzumab-haltig war, progredient waren. Und die haben dieses Trastuzumab Deruxtecan erhalten. Und die Frage war nun, haben wir eine objektive Response-Rate als Phase-2-Studie, und vor allen Dingen, macht die Sicherheit, was machen die Nebenwirkungen und was erreichen wir zum Beispiel im Bereich Progression-Free Survival und Overall Survival. Dann hier die relevanten Endpunkte, die objektive Response-Rate. Das bedeutet, eine Komplettremission oder partielle Remission wurde erreicht von 79 Patienten bei 30, bei 38%. Wenn man das aufteilt, sieht man eine partielle Remission bei 27 Patienten, Stable Disease bei 34.
Eine Response Duration wurde gemessen von 8,1 Monaten und es wurde die Disease Control angeschaut, das heißt eine Zunahme der Stable Disease, und das waren 64 Patienten von 79. Hierzu einmal diese Grafik der, des größten prozentualen Wechsels des Tumors. Die rote Linie nach oben ist über 20%, ist definiert dann als Progressive Disease, und unterhalb der grünen Linie, also unterhalb von minus 30% Größenabnahme sozusagen, eine partielle Remission, wo man eine sehr eindrückliche Verschiebung hin zur partiellen Remission hin durchaus sieht. Und wenn man eben die Stable Disease mit hinzuzieht, doch Zahlen, die hoffen lassen, dass das eine relevante Wirkung hat. Zur Sicherheit, also zu den Treatment-Related Adverse Events, sind die typischen Nebenwirkungen dieses Medikaments auf der einen Seite Lungennebenwirkungen, Pneumonitiden, interstitielle Lungenerkrankungen und Knochenmarkstoxizitäten. Diese wurden auch beobachtet, also eine Erniedrigung der neutrophilen Granulozyten und auch die Pneumonitiden und dazu Übelkeit. Das führte zur Unterbrechung oder auch zur Dosisreduzierung. Die Prozentzahlen habe ich dort angegeben. Ja, es wurde sich einmal besonders angeschaut, die drug-related interstitielle Lungenerkrankung, wobei wir bei 83% Low-Grade-Lungenerkrankungen gesehen haben, sodass man zusammenfassend dort sagen kann, dass die Nebenwirkungen eigentlich gleich sind, zu dem Medikament passend. Wir haben in dieser Studie jetzt keine schwerwiegenderen oder relevanteren Nebenwirkungen gesehen von dem Medikament, als wir es schon kannten. Als Monotherapie scheint dieses Medikament einen durchaus guten Nutzen zu bringen. Und es ist jetzt gestartet oder startet gerade die Destiny Gastric 4. Das ist dann der Test Trastuzumab deruxtecan, was ich gerade vorgestellt hatte, gegen Ramucirumab paclitaxel in der Zweitlinientherapie. Daran wird auch das Tumorzentrum Asklepios Hamburg teilnehmen. Das startet jetzt irgendwann im Laufe des Jahres, denke ich. Da bin ich sehr gespannt drauf und in Hoffnung, dass diese Konjugate dann Einzug halten in die Therapie des Magenkalziums und des AEG-Tumors. Ja, bin ich da sehr gespannt auf die Ergebnisse. Und das waren schon meine zwei kleinen Studien, die ich vorstellen wollte. Vielen Dank. Vielen Dank, Hauke. Vielleicht kurz noch zur zweiten Studie. Das sind sehr gute Daten für die Second Line. Es sind ja viele Versuche gestartet worden, TDM1, Pertuzumab, genau, die letztlich nicht zu einem guten Erfolg geführt haben. Genau. Ich habe eine Frage hier im Chat, beziehungsweise eine Anmerkung. Hatte bei zwei Patienten eine Kostenübernahme für Trastuzumab deruxtecan in der letzten Linie gestellt. Es wurde bewilligt, hatte dann aber nicht so den traumhaften Erfolg. Okay. Immerhin wurde es bewilligt. Ich habe zwei Anträge gestellt, die nicht bewilligt worden sind. Okay. Und also ich finde, die Daten, die sprechen schon für sich, und die Gastric 4. Destiny Gastric 4 wird jetzt dann die Daten zeigen. So, zur ersten Studie, der IPAC-Studie, möchte ich dann Professor Pohl bitten, auch nochmal Stellung zu nehmen. Die Patienten müssen ja gut vorselektiert werden. Was muss so ein Patient mitbringen, um dann für eine HIPEC und eine Zytoreduktion in Frage zu kommen? Was diskutieren Sie im Tumorboard? Also im Grunde genommen würde ich erst mal anmerken wollen, dass die Daten alleine schon aus dem Grunde ja relativ beflügeln, sage ich mal, oder einen optimistisch stimmen, als dass sowohl das Chemotherapieprotokoll ja eigentlich sehr veraltet ist, und zweitens die HIPEC ja mit einer kompletten Unterdosierung von Cisplatin letztendlich abgebildet wurde. Man würde eher die Patienten heute intensiver vorbehandeln, man kann sie besser vorbehandeln und wir können das Cisplatin auch deutlich höher dosieren. Und trotzdem muss man sagen, auf der Basis der bisherigen Datenlage
halte ich den PCI eben doch für ein sehr wichtiges Kriterium, ein sehr wichtiges Selektionskriterium. Es gibt letztendlich, wir sind ja gestartet mit einem PCI von 20 und das ist letztendlich aufgrund der publikatorischen Lage in mehreren Studien letztendlich mal auf 10 erstmal reduziert worden. Also das erste Plädoyer, und da stimme ich komplett überein, die Patienten müssen diagnostisch laparoskopiert und in einem Tumorboard besprochen werden. PCI von 10, Sie hatten das System ja kurz erläutert, das ist nicht viel Peritonealkarzinose. Also wir reden sowieso von Fällen, die eine mehr oder weniger gut lokalisierbare Peritonealkarzinose haben. Die Patienten müssen natürlich therapiefit sein, das heißt, wenn sie fit für die Chemotherapie und für die Operation sind, sind sie in der Regel auch fit für die HIPEC, wobei der springende Punkt der HIPEC ist eigentlich das Ausmaß der zytoreduktiven Chirurgie. Das hatten Sie selber auch erläutert. Es wird immer von der HIPEC gesprochen und an sich reden wir aber eigentlich immer von der besten zytoreduktiven Chirurgie, die nämlich, und das zeigt die Gastri-PEC-Studie genauso wie andere Studien, auch die sollte null sein. Und beim kolorektalen Karzinom geht es ja sogar noch weiter. Da kann die HIPEC ja keine weiteren Unterschiede mehr herauskitzeln. Das heißt, auch hier ist bei der Peritonealkarzinose eigentlich das Ausmaß der zytoreduktiven Chirurgie absolut spielentscheidend. Und trotzdem würde man sich, und die Daten dieser Studie lassen es ja auch zu, beim Markenkarzinom zusätzlich immer noch für die HIPEC mitentscheiden. Also von daher, wie gesagt, ich bin recht optimistisch, dass die HIPEC für ein sehr selektioniertes Patientengut ihre absolute Daseinsberechtigung hat. Und die aktuelle Studie zeigt das ja letztendlich dann irgendwie auch nochmal und bestätigt letztendlich diesen Eindruck. In der Gastri-PEC-Studie waren ja auch AEG-Tumore dabei. Ja. Wie machen Sie das im Primär-Staging? Die Empfehlungen, die Leitlinienempfehlungen sind ja immer noch für zumindest AEG 1 und 2, so eine kleine Empfehlung für die Staging-Laparoskopie. Ja, also wir würden jetzt nicht jeden Patienten Staging-Laparoskopieren, es sei denn, sie haben einen eindeutigen T4-Befund. Oder wir halten das letztendlich bei uns im Tumorboard auch so, sie haben eine ausgedehnte lymphonodale Metastasierung im Bereich letztendlich der kleinen Magenkurvatur Truncus coeliacus. Also alles, was für ein lokal fortgeschrittenes Erkrankungsgeschehen letztendlich spricht. Und wenn sie irgendwelche Stigmata einer bereits vorhandenen Peritonealkarzinose haben, dann werden die selbstverständlich unabhängig des Ts auch diagnostisch laparoskopiert. Aber ein Tumor mit einem, was weiß ich, anzunehmen im CT, in der Endosonographie, UT3, CT3, N0, würden wir praktisch nur im hochindividuellen Fall sozusagen laparoskopieren, auf keinen Fall regelhaft alle laparoskopieren. Okay. Noch eine Anmerkung aus dem Chat. Man sollte sicher prüfen, ob Patienten mit limitierter Metastasierung in die FLOT4-Studie eingeschlossen werden können. Das ist immer ein Diskussionspunkt dann auch in den Tumorkonferenzen. Ja, auf alle Fälle. Okay. Weitere Fragen aus dem Chat habe ich hier nicht. Wir müssen... Wir machen dann weiter. Mit dem nächsten Block. Und das werden dann die kolorektalen Karzinome sein. Und dann darf ich schon mal Frau Svenja Neumann begrüßen. Von der Asklepios Klinik Nord in Hamburg. Ja. Und dann können wir eigentlich direkt mit dem nächsten Vortrag anfangen. Wenn er schon bereit ist. Können wir? Ja, vielen herzlichen Dank für die Einleitung und vielen herzlichen Dank für die Einladung hier. Ich möchte heute ein kurzes Update vom ESMO geben über die Daten zu den neuen Therapiestrategien bei metastasierten kolorektalen Karzinomen. Ich habe keine Interessenskonflikte. Eine kurze Übersicht über die Studien, die ich vorstellen möchte. Und wenn man sich fragt, warum eigentlich neue Therapieansätze, wenn man bei Oncopedia die Flussdiagramme sieht, kann man den Patienten ja eine ganze Menge eigentlich schon anbieten.
wenn man sich mal auf die nicht resektablen und metastasierten Stadien, auf das Stadium konzentriert, dann kann man ja immerhin inzwischen den Karas-Wildtyp-Patienten EGFR-Inhibitoren anbieten. Den BRAF-mutierten Patienten können wir in der zweiten Linie eine BRAF-Inhibition anbieten. Wir können der sehr kleinen Gruppe der mikrosatelliteninstabilen Patienten die Therapie mit Pembrolizumab, einem Checkpoint-Inhibitoren, anbieten. Was aber können wir wirklich den Patienten mit KRAS-Mutationen anbieten, die einfach prognostisch schlechter laufen? Und außerdem stellt sich für uns die Frage, nachdem wir, wenn wir auf andere Tumorentitäten schauen, wo die Checkpoint-Inhibitoren, die Immuntherapie einfach deutlich auf dem Vormarsch ist, warum können wir das nur so einer kleinen Gruppe an Patienten zugänglich machen? Und das sind die beiden Fragen, die ich einmal mit diesen Studien beleuchten möchte, nämlich kann man die Immuntherapie auch mikrosatellitenstabilen kolorektalen Karzinomen zugänglich machen und was kann man eigentlich noch den Patienten mit einer KRAS-Mutation nach Bevacizumab anbieten. Um die erste Frage zu klären, stelle ich die Daten des Maya-Trials vor. Hier handelt es sich um eine Studie, die Temozolomid als Priming Medikament letztendlich benutzt. Als Hintergrund ist es so, dass MGMT eine Funktion in der Reparatur von DNA-Schäden hat. Die Inaktivierung von MGMT erhöht die Empfindlichkeit von DNA-Schäden durch die Gabe von Temozolomid. Wir kennen das Medikament sehr gut aus der Behandlung der Glioblastome. Und es ist anzunehmen, dass das Temozolomid durch diese Hypermutationen in der DNA dann eine Sensibilisierung für eine Immuntherapie herbeiführen kann. Und eingeschlossen wurden eben Patienten, die zum einen Mikrosatelliten stabil waren und in der Testung aber auch ein MGMT-Silencing hatten. Das sind, wenn man das Gros der Patienten betrachtet, nur circa 5% aller Patienten. Die Patienten wurden erstmal mit Temozolomid vorbehandelt in zwei Zyklen und wurden dann, wenn sie keine Krankheitsprogression hatten, danach weiter behandelt mit niedrig dosiertem Nivolumab und Ipilimumab. Die Ergebnisse möchte ich hier zeigen. Es ist so, dass insgesamt 704 Patienten gescreent wurden. Davon wurden letztendlich eingeschlossen nur 33 Patienten, was einfach zeigt, wie viel Verlust durch eben die ein oder andere Ursache dabei war. Der primäre Endpunkt, das progressionsfreie Überleben nach 8 Monaten, wenn man das Diagramm sieht, lag das immerhin bei 36% der Patienten und der primäre Endpunkt wurde damit erreicht. Wenn man sich das andere Diagramm einmal anschaut, dann ist es so, dass wir unter der Gabe der Immuntherapie letztendlich die Phänomene sehen, die wir auch in anderen Tumorentitäten sehen, nämlich dass es Patientengruppen gibt, die einfach sehr schnell progredient sind und dass es aber auch Patienten gibt, die einfach lange Zeit dann stabil verlaufen. Als Ergebnis dieser Studie ist eben so, dass sich gezeigt hat, dass Temozolomid mikrosatellitenstabile kolorektale Karzinome für die Immuntherapie angreifbar macht und dadurch aus einem unangreifbaren Tumor sozusagen einen angreifbaren Tumor macht. Was können wir nun für Patienten mit RAS-Mutationen tun? Da eine Studie aus dem FOCUS-4-Trial, einem großen Studienprogramm, was molekular stratifizierte Therapien anbietet und zwar da eine
Therapie mit dem ersten WEE1-Inhibitor, Adovasertib. WEE1 beeinflusst die durch DNA-Schäden induzierte Apoptose und das Ganze wird potenziert eben auch nochmal durch das Vorliegen einer P53-Mutation. Daher wurden in diese Studie eingeschlossen Patienten mit KRAS und P53-Mutationen, was, wenn man hier das kollektiv betrachtet, immerhin 40% der Patienten mit kolorektalen Karzinomen sind. Das Ganze lief als Erhaltungsstudie, das heißt, die Patienten bekamen vorher eine Therapie der Wahl des Behandlers, eine Chemotherapie, und dann wurden sie in die Erhaltungsphase eingeleitet. Es gab zwei randomisiert. Es gab den Arm mit Adovasertib als Monotherapie und den des aktiven Monitorings. Und wie das Diagramm eben sehr schön zeigt, ist es so, dass wir einen deutlichen Vorteil gegenüber der Behandlung mit dem WEE1-Kinase-Inhibitoren sehen im Vergleich zum aktiven Monitoring. Und wenn man nochmal die Subgruppen genau anschaut, ist es so, dass insbesondere Patienten mit Linksseitentumoren besonders von dieser Therapie profitiert haben und Patienten, die eine RAS-12/13-Mutation hatten. Dieser Effekt ist allerdings bisher nicht geklärt, so dass wir sagen können, dass das Adovasertib eine Aktivität bei Patienten mit kolorektalen Karzinomen mit RAS und P53-Mutation zeigt, dass die Ergebnisse für die Linksseitenlage der Tumoren verbessert ist, das Nebenwirkungsprofil aber insgesamt ganz tolerabel ist für die Patienten, die ja doch häufig sehr weit vortherapiert sind. Als letztes möchte ich noch zwei Studien vorstellen, die einen ähnlichen Hintergrund haben, und zwar einmal die Daten der Crystal-1-Studie, die das Adagrasib als Monotherapie und in Kombination mit Cetuximab bei Patienten mit KRAS G12C-Mutation untersuchen, und die Daten der CodeBreaK 101-Studie, die das Sotorasib mit der Kombination mit Panitumumab in dieser Situation untersuchen. Den Hintergrund hat Professor Neubauer gestern ja schon sehr schön dargestellt in seiner Vorlesung. Und hier einmal die Hintergründe eben. KRAS G12C-Mutationen führen eben zu einer Unwirksamkeit der EGFR-Inhibitoren. Adagrasib bindet selektiv und irreversibel an KRAS G12C und hält es dann in der inaktiven Form. Und über so einen Feedback-Loop geht man dann davon aus, dass es wieder zu einem Ansprechen der EGFR, des EGFR-Signalweges kommt. Es wurden zwei Kohorten randomisiert, einmal in der Monotherapie und einmal in der Kombination Adagrasib mit Cetuximab, und die Endpunkte waren zum einen die Sicherheit, dann die Pharmakokinetik, aber was uns vor allem eben interessiert, ist die klinische Aktivität. Und hier zeigt sich eben im Monotherapiearm, in dem 44 Patienten eingeschlossen wurden, schon ein deutliches Ansprechen. Immerhin haben 22% der Patienten ein Ansprechen gezeigt. Und wenn man die Krankheitskontrollrate, die Disease Control Rate beobachtet, dann liegt die immerhin im Monotherapiearm bei 87%. Wenn man die Kombinationstherapie anschaut, da sind die Daten noch erheblich besser, nämlich sogar bei der DCR bei 100%. Und so, dass wir sagen können, dass das Adagrasib in der Monotherapie gut verträglich und wirksam ist.
in der Kombination mit Cetuximab allerdings eine deutlich höhere Aktivität zeigt, mit einer Overall Remission Rate von 43% und einem Benefit für die Patienten von 100%. Insgesamt das Nebenwirkungsprofil absolut tolerabel und sicher. Und dann dazu noch einmal die letzten Daten der CodeBreaK 101-Studie mit dem Sotorasib und der Kombination mit Panitumumab. Ein ähnliches Wirkprinzip, deswegen halte ich mich hier kurz. Insgesamt wurden hier Patienten eingeschlossen, die zum einen schon RAS-Inhibitoren erhalten hatten, andere aber auch therapienaiv waren diesbezüglich. Und es zeigt sich, wenn man beide Therapiearme untersucht, dass wir immerhin ein Ansprechen von 28% bei den Patienten hatten, sodass wir auch da die Kombinationstherapie aus Sotorasib und Panitumumab als eine vielversprechende Kombinationstherapie ansehen sollten. Das Nebenwirkungsprofil dem von Sotorasib und Panitumumab entspricht und die Sicherheit und Wirksamkeit in dieser Therapie bestätigt wurde. Und das sind letztendlich einmal so ein Kurzüberblick über die Daten, die da erhoben wurden. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Frau Neumann, für die tolle Zusammenfassung. 4 neue Therapieansätze. Und das durchaus aus Nischen, wo wir nicht gedacht haben, dass wir da so schnell zu Therapien kommen. Also gerade die Frage der G12C-Mutation. Ich glaube, das war ja nicht zu Unrecht in der Plenary Session, wie auch gestern schon diskutiert. Was glauben Sie, ist es der Weg weiter beim Kolonkarzinom, dass wir weiter mit so kleinen, segmentierten molekularen Schritten in der Komplexität dieser Erkrankung, wo wir so wenig eindeutige molekulare Ziele haben, kommen wir da weiter voran? Oder sind es nicht eher so unspezifische Ansätze? Sie hatten den WEE-Inhibitor zusammen mit dem Checkpoint-Inhibitor gezeigt. Und da die Frage sozusagen der homologen DNA-Reparatur, sind es das nicht eher die Ansätze? Was glauben Sie? Wo müssen wir uns beim Kolon drauf einstellen? Wird Kolon so eine Art Lungenkarzinom, wo wir auch kleine Segmente haben, die sehr deutlich die Tumorbiologie prägen? Oder bleiben wir da so ein bisschen im Trüben? Ich fürchte ehrlich gesagt, dass wir beim Kolonkarzinom etwas mehr im Trüben bleiben als bei dem Bronchialkarzinom insgesamt. Dass wir da eben schon nicht genau, dass wir sicherlich diese ganzen Therapiestrategien, die ja sehr erfolgsversprechend aussehen, aber dass wir da insgesamt, glaube ich, nicht diese bahnbrechenden Erfolge wie teilweise eben beim Bronchialkarzinom sehen werden. Was einen ja so auch so ein bisschen irritiert, und ich muss Sie fragen, wie Sie das mit Ihren Patienten kommunizieren. Patienten kommen ja sozusagen sehr viel mit belesene Patienten mit Ideen für Therapieansätze, und ich hatte vielleicht vor jetzt anderthalb Jahren meine erste kleinere Patientenserie, die dringend eine HER2-Therapie eingefordert hat, weil sie in irgendeiner Art und Weise in eine HER2-Expressionsbestimmung kam. Kommt es bei Ihnen vor, wie können wir da gut Patienten antworten in so einer Situation, wo molekular alles klar zu sein scheint, aber klinisch ja noch ein paar Probleme da sind? Das ist insgesamt, ich glaube, dass wir da wirklich ganz viel mit Studien arbeiten müssen. Es ist einfach so, dass ich auch in meinem Alltag es ganz, ganz häufig sehe, gerade jetzt mit dem Aufkommen der Immuntherapien. Viele möchten Immuntherapien, und das war bisher irgendwie sehr, sehr frustrierend, den Patienten mit Kolonkarzinom dann antworten zu müssen. Für sie ist das leider nicht zugelassen. Und wir können es versuchen. Wir können es versuchen, bei der Krankenkasse zu beantragen. Es kommt überwiegend nicht durch. Und von daher ist es, denke ich, wichtig, dass man da eben in großen Netzwerken zusammenarbeitet, um den Patienten in irgendeiner Weise Therapieoptionen aufzuzeigen und zu ermöglichen. Ich habe keine Frage hier auf dem iPad. Ich darf Sie nur ermuntern, das Instrument zu nutzen. Stellen Sie sozusagen die Fragen. Vielleicht kommt es auch gleich, wenn wir in den interdisziplinären Teil übergehen. Frau Burkhardt, hat sich bei Ihnen was angestaut an Frage? Aktuell nicht? Aktuell nicht. Gut, dann Frau Neumann, schlage ich vor, wir machen einen Positionswechsel. Ja. Dann übernehme ich den interdisziplinären Teil. Sie laden gleich die beiden interdisziplinären Herren auch ein, die wir zur Diskussion haben.
weil jetzt wird es in der Tat etwas interdisziplinärer, nämlich tatsächlich die Frage, was können wir tun, um die Behandlung des kolorektalen Karzinoms auch unter Einbindung anderer Fachdisziplinen interessant zu machen. Ich hatte es anfangs schon gesagt, das ist ein ESMO, der durchaus relativ viel interdisziplinäre Therapien mit sich gebracht hat. Nach meinen Disclosures würde ich Sie gerne sozusagen ganz kurz in die Thematik einführen. Wir haben drei Themengebiete, die wir schnell abhandeln werden. Radioembolisation in der zweiten Linie, dann die Frage der laparoskopischen Hemihepatektomie, also zweimal komplett nicht internistische Themen. Und dann Rektumkarzinom, da ist dann vielleicht doch der Internist mehr gefragt, als er bisher gedacht hat. Und das werden wir sozusagen jetzt kurz darstellen. Lassen Sie uns mit der Radioembolisation beginnen oder auch SIRT genannt. Aber die transarterielle Radioembolisation ist ja ein Verfahren, das wir seit ein paar Jahren beim Kolonkarzinom in der Klinik haben. Das ist eine Studie, die ist jetzt schon 10-11 Jahre alt. Es war eine kleine Studie, es waren insgesamt knapp 60 Patienten. Belgische Studie, zwei Zentren und die Frage Radioembolisation bei sonst vorbehandelten und ausbehandelten Patienten, ja. Das sah so aus, als ob die Radioembolisation gemessen an einer damaligen dann Salvage-Chemotherapie Patienten hilft, mit einer leberdominanten Erkrankung noch eine gute Prognose zu haben. Und dann, großer Optimismus, ging das Ganze in die Erstlinientherapie. Und die Erstlinientherapieergebnisse sind hier. Das sind diese drei Studien mit insgesamt 600 Patienten, also 10-mal so viele Patienten. Das war die Frage der SIRFLOX-Studie bzw. FOXFIRE-Studie oder SIRFLOX-Studie. Drei Studien, Phase 3, dreimal Standardchemotherapie alleine oder Standardchemotherapie mit ganz früher Radioembolisation und mit den Ergebnissen, die wir hier jetzt sehen. Also die Frage ist, lebt die Radioembolisation oder lebt sie nicht? Oder brauchen wir überhaupt noch Evidenz, um überhaupt mal wieder ins Rennen zu kommen? Und eine weitere Studie wurde sozusagen auch schon vor 10 Jahren aufgelegt. Das erklärt, warum wir vielleicht sozusagen die aus dem Design des damaligen Optimismus auch sehen. Nämlich eine Studie, die in der Zweitlinie, nicht in der Erstlinie, wie die SIRFLOX-Studie geprüft hat. Eine Studie, die etwas anderes Radioembolisat verwendet hat, aber auch Yttrium 90. Und die auch randomisiert hat, Chemotherapie alleine oder Chemotherapie mit Radioembolisation. Radioembolisation schon sehr früh, nach dem ersten Zyklus der Chemotherapie. Die Chemotherapie war voll Fox und Sie sehen sozusagen die Patienteneinschlusskriterien. Das waren Patienten mit lebermetastasiertem Kolonkarzinom, einer leberdominanten, aber keinesfalls einer leberausschließlichen Metastasierung und eine 1-Randomisation der 428 Patienten in Chemo alleine oder Chemotherapie und Radioembolisat und Chemotherapie, wie gesagt, die beste, die dann zu diesem Zeitpunkt in der zweiten Linie für den Patienten relevant war. Progressionsfreies Überleben war der primäre Studienendpunkt. Hier nochmal die Einschlusskriterien, die sind deswegen wichtig, um zu verstehen, mit welcher Gruppe von Patienten wir hier es zu tun haben. Sind eben Patienten, die eine irresektable Lebermetastasierung haben, die eine Chemotherapie bekommen konnten, die eine gute Leberfunktion hatte und eben natürlich die leberdominante Erkrankung. Und über die Definition werden wir sicher nachher sprechen. Nun, hier sind die Charakteristika der Patienten, wie sie dann in die Studie eingeschlossen worden sind. Sie sehen, dass ein Großteil der Patienten, nicht die überwiegende Mehrheit, aber ein Großteil der Patienten eine extrahepatische Manifestation auch noch hatte. 38% der Patienten hatten zum Beispiel auch noch ihren Primärtumor in situ, der auch in die Erfolgsbemessung mit eingeflossen ist. Und der Rest der Parameter sind so, wie wir das in so einer Studie überwiegend linksseitige Manifestation des Primärtumors etc. durchaus erwarten können. Ja, das ist der primäre Studienendpunkt, das ist das progressionsfreie Überleben. Und er sieht anders aus als bei der SIRFLOX- oder FOXFIRE-Studie. Da ist ein Unterschied da. Und Sie sehen, die Hazard Threshold ist 0,69. Das heißt, eine 31-prozentige Prognoseverbesserung in Bezug auf das progressionsfreie Überleben. Das heißt, die SIR oder die Radioembolisation ist erfolgreich. Und der co-primäre Endpunkt ist das hepatische progressionsfreie Überleben. Wenn wir also nur die Läsionen in der Leber ansehen, also nur die, die auch radioembolisiert worden sind, und da ist die Hazard Threshold fast gleich gut, also für alle Läsionen 0,69, für die nur Leberläsionen 0,59, auch klar besser, aber das heißt, so eng wie die zusammen sind, 0,69, 0,59, das heißt, die Prognose und auch die Progressionsprognose hängt ganz maßgeblich von der Leber ab, selbst wenn es eine extrahepatische Manifestation gibt, also ein Hint mehr darüber, wie wichtig es ist, die Leber zu kontrollieren.
Schauen wir in die Subgruppen. Das ist sehr klein gedruckt und darum habe ich es auf die linke Seite geschrieben. Also wer hat besonders profitiert in dieser explorativen Subgruppenanalyse? Nun, es sind die Patientencharakteristika, die hier stehen. Weniger als 3 Läsionen, etwas überraschend. Und ein Punkt an der 4. Stelle, linksseitiger Primärtumor. Ich glaube nicht, dass die Tumor-Sidedness für eine Radioembolisation irgendeinen prädiktiven Wert hat, aber wirklich gar nicht. Und ich will Ihnen sozusagen vielleicht nur hier die Foxfire-Stadien-Beobachtung aus der ersten Linie zeigen. Diese Abweichung da ganz nach links, da hieß es, bei der Foxfire in der ersten Linie wären es die rechtsseitigen Primärtumoren gewesen. Die Radioembolisations-Community hat das so ein bisschen gefeiert und gesagt, bei den rechtsseitigen, da haben wir einen Nutzen. Jetzt sind es die linksseitigen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Sidedness da irgendeinen prognostischen oder prädiktiven, eine prädiktive Wertigkeit hat. Ja, wir werden gleich mit Professor Fischbach die Wertigkeit der Ergebnisse diskutieren, aber schauen wir auf den sekundären Endpunkt Gesamtüberleben. Und da ist doch etwas Enttäuschung dran, denn das Gesamtüberleben ist nicht, aber wirklich gar nicht besser. Die Kurven sind exakt übereinander, die Hazard Ratio bei 1. Also das heißt, der Vorteil im progressionsfreien Überleben setzt sich aus irgendwelchen Gründen da nicht fort. Schauen wir auf die Durchführbarkeit des Verfahrens, ganz wichtig, schaden wir den Patienten? Haben wir da einen Ansatz dafür, dass das wirklich nicht gut läuft? Haben wir vermehrte Toxizität, haben wir vermehrte Komplikationen? Ich glaube, das sind die Daten, wie sie hier stehen. Ich glaube, man kann insgesamt sagen, die Sache ist gut und sicher durchführbar, aber wir werden sozusagen die Ergebnisse jetzt sicher diskutieren müssen. Und bevor wir hier weitermachen, vielleicht machen wir das gleich hier, weil jetzt sind die Daten noch frisch im Gedächtnis. Roman Fischbach ist auch schon da. Frage, ja, was machen wir denn daraus? Radioembolisation in der zweiten Linie, Standard? Das ist eine schwierige Frage, ehrlich gesagt, weil Standard bedeutet ja, dass das ein Verfahren ist, was für alle Patienten in der zweiten Linie in Frage kommt. Da muss man dann einfach schon von der methodischen Seite her, jetzt ungeachtet der gezeigten Ergebnisse, sich fragen, ist das überhaupt leistbar? Also die Radioembolisation kommt einfach so schnell gesagt daher, aber das ist für die durchführende Abteilung oder die Organisation, muss man sagen, schon ein interdisziplinärer Aufwand. Es braucht den Medizinphysikexperten, den Nuklearmediziner, den interventionellen Radiologen, dann das dazugehörige Tumorboard. Da ist sehr viel infrastrukturell zu leisten. Es ist auch von der Terminierung der Nukleidbestellung alles schon ein logistischer Aufwand, der sicherlich großen Zentren vorbehalten bleiben wird, die das eben einfach stemmen können und auch entsprechend große Patientenzahlen haben. Aber das dann flächendeckend als Standard zu formulieren, das ist sicherlich mit den Daten zu früh. Und da ist eben auch aber einfach doch, um da etwas Wasser in den Wein zu gießen, die Frage progressionsfreies Überleben, Gesamtüberleben. Was kommt da im Ende für den Patienten bei herum? Und da, glaube ich, müssen wir einfach mehr Zeit investieren in die Analyse der Studiendaten, längere Verläufe uns anschauen und eben auch gucken, wie sieht das vielleicht dann im Vergleich mit etwas moderneren Chemotherapeutika-Kombinationen aus? Lässt sich dann dieser Vorteil noch halten? Also ich bin da eher skeptisch. Sicher die Frage auch der Lebensqualität, die da eine Rolle spielt, ne, und was der Patient denn davon hat. Wäre es der Fall, dass eine Radioembolisation durchgeführt worden wäre und der Patient dann lange keine Therapie, keine Systemtherapie mehr hätte, wären wir, glaube ich, als Systemtherapeuten sehr froh, ihn nicht weiter behandeln zu müssen. Das ist ja das Konzept, was wir teilweise auch jetzt verfolgen, dass wir den Patienten so eine Art Chemotherapieferien verschaffen, indem man die Leber durch schon lokal hocheffizientes Verfahren kontrollieren kann. Da ist sicherlich Leberkontrolle, das war ein Stichwort, eben auch schon ein wichtiger Punkt bei individuell selektierten Patienten. Aber die Standardisierung, glaube ich, die wird noch Zeit brauchen. Bei gut ausgewählten individuellen Patienten bin ich auch ein großer Freund von dem aufwendigen Verfahren, auf jeden Fall. Ich glaube, wir machen mal kurz weiter. Roman bleibt am Tisch. Wir haben, glaube ich, Fragen im Chat, die wir, glaube ich, auch gerne. Haben wir tatsächlich. Gab es einen Überlebensvorteil für die Liver-Only-Patienten bei der SIRT? Also in dieser Studie nicht, nicht. Also der Überlebensvorteil ist ja letztlich noch gar nicht ausgewertet, sondern wir haben nur die Frage des progressionsfreien Überlebens. Und das haben wir ja eben schon gesehen anhand der Kurven, ob das jetzt leberdominant oder liver-only war, hat sich eigentlich kaum
in irgendeine signifikante Unterscheidung treiben lassen. Also das, die restliche Frage, ob der Liver-Only-Patient oder der Patient ohne Primärtumor an Ort und Stelle profitieren wird, die können wir noch nicht beantworten. Ja, also wir haben die Daten noch nicht. Die Frage finde ich exzellent, aber wir haben die Daten noch nicht. Wir haben nur das Gesamtüberleben aller Patienten und noch nicht der Gruppe derer, die nur Leber-Metastasierung hat. Das ist gut nachgedacht, aber wir können noch keine Antwort geben. Ich bin gespannt, was noch an Fragen kommt. Machen wir weiter in die zweite, sagen auch Grenzgebiet der, der internistischen Onkologie. De facto sind wir in der chirurgischen Onkologie. Und es geht um die Hemihepatektomie und die Frage der laparoskopischen Hemihepatektomie. Nun, die niederländische Studiengruppe, die diese Studien, die diese Daten vorgestellt hat, beschäftigt sich sehr viel mit der systematischen Analyse des Vor- und Nachteils von jedwedem abdominellen Eingriff, Laparoskopie versus offen. Und wenn man alle Studien ansieht, dann hat man eigentlich sozusagen ein bisschen dieses Bild wie rechts. Man hat erhebliche Vorteile in Bezug auf die Morbidität und hat eigentlich nur einen Nachteil der laparoskopischen Situation. Nämlich eine erhöhte OP-Dauer. Und das Ganze ist jetzt 1:1 randomisiert, eine prospektive chirurgische randomisierte Studie. Toll, dass Gruppen das hinbekommen. 1:1 randomisiert für die Frage der Hemihepatektomie randomisiert worden. Also entweder laparoskopische Hemihepatektomie versus offene. Die Patientencharakteristika, Einschlusscharakteristika sind eben auf der rechten Seite. Ganz wichtig ist, es musste nicht nur eine Hemihepatektomie sein, es war auch eine Wedge-Resektion des anderen Leberlappens bei einer bilobulären Metastasierung durchaus erlaubt. Der Endpunkt, der analysiert worden ist, ist der in dunkelorange. Das ist die Zeit bis zur funktionellen Erholung nach dem Eingriff. Sie sehen die Kriterien, die darin eingehen. Also das heißt, wann kann ein Patient wieder oral sich ernähren? Wann kann er Flüssigkeit wieder auch oral zu sich nehmen? Wann braucht man keine Analgetika mehr etc. oder beziehungsweise nur noch orale Analgetika etc. Also das heißt, wann ist ein Patient wieder auf dem Damm und richtig fit? Sekundärer Endpunkt, wie lange blieb er im Krankenhaus? Nun, das sind die Ergebnisse. Sie sehen hier sozusagen, dass in den verschiedenen Endpunkten erst Zeit bis zur funktionellen Recovery um 17% günstiger, wenn eine laparoskopische Resektion gefolgt ist. Dann Zeit im Krankenhaus, 16% weniger Krankenhausverweildauer. Und letztes Zeit bis zur ersten adjuvanten Therapie, ein bisschen wirklich ein künstlicher Endpunkt, aber es zeigt sozusagen auch die postoperative Phase mit rein. Wie fit ist ein Patient postoperativ? Da im Median 13 Tage besser. Das heißt also in der Konklusion, bei gleichem krankheitsfreien Überleben und gleichem Gesamtüberleben, das Ganze auf erfreulich hohem Niveau nach der Hemihepatektomie und bei, glaube ich, 40% der Patienten noch eine Wedge-Resektion, eine deutliche Verringerung der Morbidität und eine bessere oder kürzere Zeit bis zur funktionellen Recovery, aber auch da wieder die längere OP-Dauer. Und wir werden das sicher nachher gleich auch mit Professor Puhl zusammen diskutieren, was wir denn davon haben, ob wir nicht die laparoskopische Hemihepatektomie bei allen Patienten anführen sollten. Als Abschluss noch ein Thema, das mich besonders eigentlich immer bewegt, das ist die Frage, wie behandeln wir das Rektumkarzinom interdisziplinär, multimodal, möglichst optimal. Und ich habe beim Deutschen Krebskongress letztes Jahr, dieses Jahr auch hier bei unserem Asklepios-Krebskongress einfach versucht, so ein bisschen die neuen Standards aufzuführen. Das in hellgrau sind das, das früher mal Standards waren. Das sage ich jetzt mal ganz ketzerisch, wo viele in vielen Zentren noch sagen, die Strahlenchemotherapie mit 50,4 Gray und einer 5FU-Modulation ist noch Standard. Das ist heutzutage kaum noch Standard. Die Standards sind in der Deeskalation und der Eskalation der Therapieintensitäten. Und eins steht noch oben im hellgrau, nämlich die Frage nur Chemotherapie, gefolgt von TME. Also das heißt auf Verzicht auf Bestrahlung, dann wenn wir irgendeine präoperative Modalität durchführen wollen und nicht gleich in die operative Therapie gehen. Die CONVERT-Studie ist die größte Studie zum Thema der präoperativen Chemotherapie. Das sind 533 Patienten der chinesischen Studiengruppe. Sie sehen, dass es Patienten waren, die MR definiert ein lokal fortgeschrittenes Rektumkarzinom hatte. Ich glaube, da ist der größte Diskussionsbedarf, was hier die MR-Kriterien für den besten Patienten sind. Ab 5 cm, ab Anokutanlinie. Und die Patienten wurden eben 1:1 randomisiert in das, was wir in Deutschland lange als Standard haben oder hatten, 50 Gray, Strahlentherapie und Capecitabin. Und der experimentelle Arm in Blau sind 4 Zyklen nur einer Kombinationschemotherapie.
Das sind die Ergebnisse. Ich mache es sozusagen ganz kurz. Sie sehen sozusagen in der oberen Reihe alle Patienten, in der unteren Reihe die mit tiefsitzendem Rektumkarzinom, beziehungsweise tiefsitzend heißt, sie waren immer noch 5 cm Abstand. Aber wir sehen A, im Prinzip kaum einen Unterschied in der pathologischen Komplettremissionsrate. Das heißt, auch eine Chemotherapie kann pathologische Remission induzieren. In der zweiten Linie sehen wir die klinische Remission, da vielleicht ein Vorteil für die neoadjuvante Therapie, Strahlenchemotherapie. Aber wenn Sie in die absoluten Zahlen sehen, da ist es auch nur 1% Unterschied, nämlich 0,7 versus 1,7. Und dann auf der rechten Seite das pathologische Ansprechen ohne Unterschied und vielleicht das größte Vorteil für die neoadjuvante Systemtherapie auf der ganz rechten Seite, das ist nämlich die Frage, wie viele Patienten hatten dann, als sie zur Chirurgie gekommen sind, denn schon Fernmetastasen entwickelt? Und es sind natürlich nach dem langen Intervall der Strahlenchemotherapie, in Klammern ohne systemische Wirkung, deutlich mehr als im kürzeren Intervall mit einer Kombinationschemotherapie. Ja, die Morbidität, Mortalität, Toxizität ist hier miteinander verglichen. Wir können sicher diskutieren, ob wir daraus einen Therapiestandard ableiten können. Ich glaube, dass wir ein etwas günstigeres Toxizitätsprofil natürlich für die präoperative nur Chemotherapie versus der Strahlenchemotherapie haben, ist erwartet gewesen. Und wenn wir jetzt sozusagen vielleicht als abschließende Folie, und ich lasse die dann stehen, in das schauen, was wir in der deutschen Rektumstudiengruppe als Studiendesigns haben, dann haben wir tatsächlich den Ansatz auf der rechten Seite, auf den ich jetzt nicht eingehen will, auf die Frage der Intensivierung der Therapie, da hatten wir eben beim ASCO viel darüber gesprochen, sondern eher jetzt auf die linke Seite die Frage, gibt es die Patienten, die für eine neoadjuvante Chemotherapie alleine gute Kandidaten sind? Und das ist jetzt sicher einer der beiden Diskussionspunkte. So, Fragen. Vielleicht darf ich einmal gleich aus dem Chat eine Frage stellen. Und zwar einfach generell die Frage, wie lange wurde nach der neoadjuvanten Radiochemotherapie bis zur OP gewartet? In dieser Studie war das sehr kurz. Das ist ja eine standardklassisch fraktionierte Strahlenchemotherapie mit einem 6- bis 8 Wochen Intervall. Wunderbar. Herr Pool. Frage an die Chirurgen mit der laparoskopischen Hemihepatektomie. Da kann man erstmal nur die Autoren der Studie beglückwünschen, dass sie es bis zum ESMO geschafft haben mit dieser Studie. Das ist vom Studiendesign sicherlich der Zeit im Moment noch sehr weit voraus aus chirurgischer Sicht, weil die laparoskopische Hemihepatektomie links- oder rechtsseitig plus dann möglicherweise noch eine Therapieerweiterung, eine Wedge-Resektion auf der jeweiligen Gegenseite ist sicherlich kein klinischer Standard derzeit. Ich denke mal, keine 10% der Kliniken in Deutschland sind in der Lage, laparoskopische Chirurgie an der Leber in einer vernünftigen Qualität anzubieten. Und trotzdem ist es natürlich sehr mutig, nicht nur die Machbarkeit der Resektion, sage ich mal, auf den Prüfstand zu stellen, sondern eben auch gleich das onkologische Ergebnis hintendran. Wenn ich mir überlege, wie lange die TME-Publikationen gedauert haben, sich tatsächlich durchzusetzen, wie lange die Publikationen gebraucht haben, operieren wir das Rektum offen oder laparoskopisch. Da ging es immer um die Frage, können wir auch nur annähernd ein gleiches onkologisches Ergebnis erzielen? Und wie gesagt, ich halte den Optimismus, sage ich mal, was die technische Umsetzbarkeit angeht, für sehr anspornend für Chirurgen. Ich glaube aber, dass wir echte onkologische Ergebnisse bei der Umstellung von laparoskopisch zu offen im Fall der Leber nicht zu erwarten haben, jedenfalls nicht bei kolorektalen Lebermetastasen. Das ist aber, wie gesagt, jetzt erstmal meine persönliche Meinung, die sich natürlich auf überhaupt keine Evidenz stützen kann, weil es dazu einfach sehr, sehr wenig Daten derzeit gibt. Und trotzdem, wie gesagt, bin ich eigentlich froh, dass eine solche chirurgische Studie eben auch mal Eingang in die onkologische Community sozusagen gefunden hat. Ja, aber wie gesagt, die großen Ergebnisse erwarte ich nicht. Den letzten Endpunkt fand ich auch sehr mutig, sage ich mal. Die Zeit bis zur adjuvanten Therapie, die Patienten sind kurativ resiziert und bekommen meistens gar keine weitere Therapie.
Also das, aber es ist natürlich, oder ich will es mal andersrum sagen, es ist vielleicht auch mal eine ganz gute Botschaft in die Community der medizinischen Onkologen. Ja, man kann eben auch solche Major-Resektionen laparoskopisch machen und wir machen uns sehr viele Gedanken über die Minimalisierung des Zugangstraumas. Beim Ösophagus hat es ja immerhin jetzt auch Einzug in die Leitlinie erhalten, möglichst viel minimal invasiv zu operieren, damit eben die Recovery, und das zeigt diese Studie ja auch, für die Patienten positiv beeinflusst werden kann. Und das ist, glaube ich, unstrittig auch im Fall der laparoskopischen Leberchirurgie so nachgewiesen. Fast letzte Frage. Rektumkarzinom mit Roman Fischbach haben wir nicht nur Interventionalisten, sondern auch einen hervorragenden Bildgeber. MR-basierte, stratifizierte Therapie beim Rektumkarzinom. Was können wir da erwarten? Es war dieses Jahr bei diesem Kongress wenig an Daten da. Ich fürchte, dass da in der nächsten Zeit auch kein wirklicher Aha-Effekt zu erwarten sein wird. Also die MRT ist sicherlich eine exzellente Methode für das lokale Staging, die Nachweise eines T3-Tumors, die gelingen uns gut. Wir haben die Schwächen in der Differenzierung T1, T2. Das ist aber, glaube ich, jetzt gar nicht so die Baustelle. Es ist eher die Frage, wann muss ein Patient neoadjuvant therapiert werden. Das ist, glaube ich, mit einfach dem Blick auf die Rektumwand schon mal recht gut zu unterscheiden. Interessant wird es, glaube ich, dann bei der Frage, wo Radiochemotherapie oder eben ein nur Chemotherapie-Konzept greift. Und da könnte ich mir vorstellen, dass möglicherweise gerade eine unserer ärgsten Schwächen in der MRT-Diagnostik vielleicht dann doch ein Differenzierungskriterium sein wird. Das sind die Lymphknoten. In dem Augenblick, wo wir eine Gefäßinvasion sehen, eine Lymphknotenmetastasierung relativ sicher im MRT zeigen können, könnte ich mir vorstellen, dass die nur lokale Chemotherapie vielleicht etwas zu kurz greift, weil hinter dem, was wir bildgebend fassen, ist sicherlich dann auch schon etwas mehr passiert. Sodass da, also dass das kurze Intervall möglicherweise dem Patienten dann im Gesamten hilft. Also falls wir Gefäßinfiltration im MRT sicher nachweisen können, falls wir die Lymphknoten deutlich vergrößert haben, das ist ja leider unser einzig hartes Kriterium, dann wäre das ein möglicher Trigger. Aber dass wir jetzt ein neues Kontrastmittel haben oder durch eine neue MRT-Feldstärke oder eine neue Sequenz sehr viel besser werden in den nächsten paar Jahren, das erwarte ich nicht. Haben wir noch Fragen, Frau Neumann? Aus dem Chat gibt es keine Fragen mehr. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, dann sollten wir mit etwas Verzögerung in eine 10-minütige Pause gehen und uns in 10 Minuten hier dann wieder treffen. Ganz herzlichen Dank. Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Mit mir im Studio ist Herr Privatdozent Dr. Benden, der durch den nächsten spannenden Themenblock der hepatobiliär und pankreatischen Tumore führen wird. Ja, vielen Dank für die Einführung. Und ich hoffe, dass jetzt Frau Collien und Frau Rinke schon zugeschaltet sind. Kann man das irgendwie nachvollziehen? Jawohl, ich sehe Sie beide schon auf dem Monitor. Frau Rinke aus Marburg und Frau Collien, ja, fängt gleich auch an, mittlerweile aus Brüssel zugeschaltet. Wir kennen Sie ja noch ganz gut aus der Zeit hier in Hamburg, als sie in Altona zusammen mit Dirk Arnold die GI-Onkologie gemacht hat, auch dort die Studien koordiniert hat, die jetzt aber am EORTC in Brüssel ist und dort ein Fellowship macht. Und sie legt auch gleich los mit dem ersten Themenblock, nämlich mit den Pankreaskarzinomen. Das lokal fortgeschrittene, aber noch operable, also resektable Pankreaskarzinom ist und bleibt ja eine schwer zu behandelnde Entität. Und auch wenn es mit den Standardtherapien und der adjuvanten Therapie immer bessere Ergebnisse gibt, ist es weiterhin schwierig und bleibt auch so. Es gibt jetzt neue Daten, perioperative Daten, unter anderem für die neoadjuvante Chemotherapie fürs operable Pankreaskarzinom. Und Frau Collien, ich will da gar nicht allzu viel vorwegnehmen. Ich übergebe an Sie und lasse Sie die Daten vom ESMO vorstellen. Ja, vielen Dank, Herr Banden, für die Einladung. Vielen Dank, Herr Wündisch und Herr Arnold, für die Einladung, hier beim Post-ESMO teilnehmen zu können. Ich begrüße Sie aus Brüssel, aus der Ferne. Genau, ich möchte starten mit meinen Interessenkonflikten auf dieser Folie. Und danach möchte ich zunächst auf die adjuvante Therapie des Pankreaskarzinoms eingehen. Hier ist ein Update der PRODI24-Studie beim ESMO vorgestellt worden. Im zweiten Teil gehe ich dann auf die perioperative Therapie des Pankreaskarzinoms ein, auf die NEONAX-Studie.
Zunächst möchte ich Ihnen hier dieses doch sehr, nicht sehr übersichtliche Slide zeigen, aber ich habe versucht, alle Daten der letzten Jahre auf einem Slide zu präsentieren über die adjuvante Therapie. Letztendlich ist es das, was Sie in Ihrer täglichen Klinik auch ausüben, wenn Sie Pankreaskarzinom-Patienten behandeln. Hier einmal hervorgehoben, einmal die CONCO-001-Studie, die Gemcitabin versus Beobachtung in der adjuvanten Therapiesituation untersucht hat und dort ein signifikant längeres Überleben gezeigt hat. Danach folgten Studien, die halt Gemcitabin gegen 5-FU untersucht haben. Hier ist es hervorzuheben, dass vor allem die Toxizität mit 5-FU zugenommen hat, aber keine Verbesserung des DFS oder des Overall Survivors gezeigt hat. Und letztendlich in 2018 haben wir dann die ersten Daten von der Protease-24 gesehen, die vorläufig abgebrochen wurde, beziehungsweise vorläufig publiziert wurde, die Studie aufgrund des doch sehr guten Outcomes des experimentellen Arms. Und hier möchte ich Ihnen das Update der Studie geben. Hier nochmal die Studienübersicht. Es sind alle Patienten eingeschlossen worden, die eine R0 oder R1-Resektion hatten. Die Patienten mussten ein CA19-9 kleiner als 180 haben und mussten innerhalb von 12 Wochen nach OP eingeschlossen werden. Das Ganze wurde stratifiziert nach R0-R1-Resektion, CA19-9-Levels und den Lymphknoten. Es wurde randomisiert 1:1 M-Folfirinox gegen Gemcitabin. Hier ist auch nochmal hervorzuheben, dass die des Irinotecan ist nach den ersten 162 Patienten reduziert worden von einer Dosis von 180 Milligramm auf 150 Milligramm. Und der Bolus vom Folfirinox wurde ebenfalls nicht verabreicht. Getestet wurde das gegen Gemcitabin, was der bisherige Standard war aus der CONCO-001. Und der primäre Endpunkt der Studie war das Disease-Free Survival, sekundäre Endpunkte Overall Survival, Metastasis-Free Survival, Cancer-Specific Survival und Safety. Mittlerweile liegt ein medianes Follow-up von 69,7 Monaten vor. Die ersten Daten, die veröffentlicht wurden, waren nach einem Follow-up von ungefähr 34 Monaten. Letztendlich hier noch einmal als kurzes Update zu den Patienten. Man muss sagen, es war schon ein relativ gut selektiertes Patientenklientel. Es gab kaum Patienten, die älter als 70 Jahre alt waren. Der WHO-Performance-Status war 0 und 1, es war ausgeglichen und man hat doch gesehen, dass die Resektionsränder, also dass die R0-Situation doch, wenn nicht signifikant und wenn nicht überwiegend, aber doch mehr R0 als R1 war. Nun hier nochmal die Daten zum Disease-Free Survival und Overall Survival. Jetzt das Update. Im Endeffekt, die Kurve des Disease-Free Survival sieht nahezu ähnlich aus wie das aus der Originalpublikation aus dem New England Journal von 2018. Wir sehen hier, dass das mediane DFS im M-Folfirinox-Arm doch signifikant besser war als im Gemcitabin-Arm mit 21,4 versus 12,8 Monate mit einer Hazard-Ratio von 0,6. Wenn man sich das 5-Jahres-Overall-Survival anguckt, sieht man genau auch diesen signifikanten Effekt im Overall-Survival und hier hat man doch einen deutlichen Benefit auch von 53,5 Monaten gegen 35,5 Monate im Gemcitabin-Arm. Hazard Ratio ist auch hochsignifikant, 0,68. Betrachtet man nun die weiteren Endpunkte der Studie, hier zum einen das Overall Survival in den vordefinierten Subgruppen. Hier sieht man, dass in allem das klar favorisiert ist, das M-Folfirinox. Das sehen Sie in der unteren Zeile, überall ist es klar jenseits der 1 Richtung M-Folfirinox verschoben. In den einzelnen Subgruppen ist es ebenfalls so, dass das M-Folfirinox das Gemcitabin überwiegt. Betrachtet man nun die weiteren Endpunkte wie das Specific Survival oder Metastasis-Free Survival, sind die Kurven ähnlich wie das 5-Jahres-DFS oder das Overall Survival auch hier jeweils signifikante Verbesserungen durch M-Folfirinox in der adjuvanten Therapiesituation gegenüber Gemcitabin. Betrachtet man nun prognostische Faktoren, die das Overall Survival beeinflussen, sieht man hier ganz klar in der obersten Zeile des M-Folfirinox. Das ist das, was man aus den vorherigen Slides erwartet hat. Was ich eher überraschend finde oder was nochmal deutlich zeigt, was in vorherigen Studien nicht so gezeigt werden konnte, ist, dass die Chirurgie und auch die Lymphknoten hier eine signifikante Rolle gespielt haben. Ganz unten in den Zeilen, das sind die spannenden Zeilen, das Lymphnode Ratio, dort war das 5-Jahres-Überleben deutlich besser, wenn das 0 oder 0 bis 20 war, beziehungsweise kleiner als 0,4.
Der letzte Satz unterhalb dieser Übersicht ist auch nochmal entscheidend, dass Zentren, die halt mehr als 10 Patienten eingeschlossen haben, dass sie ein deutlich besseres Überleben hatten mit einem P-Wert oder von 0,051 und knapp an der Signifikanz vorbeischrammten. Wenn man jetzt aber, das ist eine univariate Analyse, das muss man sicherlich alles mit Vorsicht auch nochmal betrachten. Das nächste Slide finde ich diesbezüglich nochmal interessanter, die ist eine Post-Hoc-Analyse. Und da ist klar gesagt worden, dass alle Patienten, die die komplette adjuvante Therapie komplettiert hatten, dass die einen prognostischen Einfluss auf das 5-Jahres-Überleben hatten, was signifikant war. Da muss man aber auch den zweiten Punkt, die zwei Sternchen beachten, in denen ganz klar gesagt wird, die Patienten haben alle die Chemotherapie komplettiert und im Empfohlen-Firinax-Arm war es mindestens 5 FU plus Leukovorin. Das heißt, ich habe jetzt mal die Daten aus dem Supplementary aus der New England-Publikation mal mit angefügt, die 2018 schon veröffentlicht wurden. Und da ist ganz klar, dass zum einen die relative Dosisintensität deutlich geringer ist im Empfohlen-Firinax-Arm gegenüber Gemcitabin, wenn Sie das sehen, weniger als 50% versus 91,4%. Ebenso ist ganz klar gezeigt, dass die Therapieverzögerung und die Dosismodifikation jeweils einzeln getestet, aber auch in der Kombination getestet, für Empfohlen-Firinax deutlich häufiger sind als für Gemcitabin. Und wenn man das jetzt alles zusammenfügt und da wirklich mal alle Zyklen anguckt, die die Patienten wirklich komplettiert haben, sieht man, dass das in der Adjuvant-Therapie bei Empfohlen-Firinax ungefähr 66% ist und gegenüber 80% des Gemcitabin, dass man sicherlich noch bei dieser Betrachtung, aber bei dieser Darstellung auch noch mal mit beachten sollte. Alles in allem bestätigt dieses Update des ESMO, der Prodigy 24, dass Empfohlen-Firinax definitiv eine Therapieoption ist in der Adjuvant-Therapie. Man muss aber definitiv sagen, oder hinterfragen, welcher Patient wirklich dafür geeignet ist und welchen Patienten man auch wirklich durch die komplette adjuvante Therapie bekommt und nicht vorzeitig abbrechen muss oder große Dosisreduktion oder Therapieverzögerung hat. Die zweite Studie, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist die perioperative Therapie des Pankreaskarzinoms und hier die Neonax-Studie, die die neoadjuvante Therapie von Gemcitabin nab-Paclitaxel plus Operation plus adjuvante Therapie mit Gemcitabin nab-Paclitaxel untersucht hat. Auch hier wieder das Übersichtsslide am Anfang, was die neoadjuvante Therapie oder perioperative Therapie des resektablen Pankreaskarzinoms darstellt. Hier sieht man am oberen Ende und am unteren Ende der Tabelle einmal die asiatische Studie ganz oben und die NEPAFOX-Studie, das ist die letzte publizierte Studie jetzt vom ASCO GI, wo gezeigt wird, dass beide Studien ein signifikantes Überleben, Overall Survival haben, als primären Endpunkt. Man muss aber sicherlich zumindest bei der letzten Studie sagen, dass aufgrund der geringen Fallzahl, Patientenzahl die Studie mit Vorsicht zu betrachten ist. Relevanter ist hier die Priopunk-Studie in der zweiten Zeile zu sehen, die neoadjuvant Gemcitabin plus Radiotherapie untersucht hat mit adjuvanten Gemcitabin-Therapie gegen Operation plus adjuvante Gemcitabin-Therapie. Aber hier auch, wie Sie in allen Studien sehen, die hier aufgelistet sind. Es sind resektable Patienten eingeschlossen worden, aber auch borderline-resektable Patienten. Und hier ist sicherlich die Definition von resektabel und borderline-resektabel auch nochmal zu hinterfragen. Bei der Priopunk-Studie muss man ihre erreicht, das mediane Overall Survival ist nicht signifikant gebessert mit dem intensivierten neoadjuvanten Arm. Das DFS und das lokale Therapie ansprechen ist jedoch signifikant besser. Als weiteres zusätzliche Information für Priopunk ist zu erwähnen, dass alle Patienten, die in den experimentellen Armen, das heißt Gemcitabin plus Radiotherapie, präoperativ eingeschlossen wurden, alle laparoskopisch gestaged und geguckt wurde, ob dort nicht noch eine Peritoneal-Karzinose vorlag. Des Weiteren ist die SPAC-5-Studie zu erwähnen, die bislang nur auf dem ASCO vorgestellt wurde, die neoadjuvant Gemcitabin-Capecitabin gegen neoadjuvant Folfirinox, gegen neoadjuvant Radiochemotherapie, gegen Operation plus adjuvante Therapie untersucht hat.
Hier ist es aber so gewesen, dass der primäre Endpunkt R0 und R1-Resektionsrate war. Das war nicht signifikant gebessert im Gegensatz zur direkten Operation für die neoadjuvante Behandlung. Und im zweiten Punkt, die sekundären Endpunkte, dort war es schon so, dass die neoadjuvante Therapie das Overall Survival signifikant gebessert hat. Dies als kurze Einführung zur Neonax-Studie. Die Neonax-Studie, wie ich schon eingangs erwähnt hatte, sind Patienten, die randomisiert wurden in den perioperativen Arm mit 2 Zyklen Gemcitabin-Nab-Paclitaxel präoperativ plus 4 Zyklen Gem-Nab-Paclitaxel adjuvant gegenüber die direkte Operation plus 6 Zyklen Gemcitabin-Nab-Paclitaxel. Das ist eine deutsche Studie, die durchgeführt wurde, ECOG-Stadium 0 bis 1 und das Bilirubin sollte kleiner als 2-mal als das größere obere Limit sein. Hier sind einmal die Endpunkte aufgeführt worden. Hier ist sicherlich der primäre Endpunkt zu beachten, der die MITT-Population einschließt. Das heißt, alle Patienten, die nicht nur einen Teil der Therapie erhalten haben, sprich nicht nur in die neoadjuvante Therapie begonnen haben oder die Operation abgeschlossen hatten, wurden eingeschlossen, sondern speziell im neoadjuvanten Therapieteil mussten die 2 Zyklen neoadjuvante Therapie verabreicht worden sein, plus die Operation mit dem Ergebnis einer R0 oder R1-Resektion. Im Arm B war es so, dass die Operation ebenfalls mit einer R0 oder R1-Resektion abgeschlossen musste und die adjuvante Therapie musste begonnen worden sein. Dies war notwendig, weil der primäre Endpunkt das Disease-Free Survival war von Randomisierung bis 18 Monate und das Ziel war im Vergleich zu einer historischen Kohorte, die die adjuvante Therapie in der CONCO-001 verglichen hat, auf 55% zu erhöhen. Die Dropout-Rate wurde auf ungefähr 30% pro Arm geschätzt, mit einem 5% Progressive Disease in dem neoadjuvanten Arm. Sekundäre Endpunkte waren Disease-Free Survival, Overall Survival, R0-Resektionsrate und vor allen Dingen halt das Overall Response Rate und die Tumorregression in Arm A, ebenso die Quality of Life. Hier noch einmal die Übersicht, nur um Ihnen noch mal zu verdeutlichen, welche Patienten wirklich ausgewertet wurden. Das sind die jeweils rot eingekreisten Gruppen der Patienten. Rechts die adjuvante Therapiesituation, also die Patienten, die operiert wurden und die Chemotherapie starteten. Links die Patienten, die die neoadjuvante Therapie abgeschlossen haben und operiert worden sind. Insgesamt kann man ganz unten an der, in dem Pfeil sehen, dass insgesamt 27% in der adjuvanten Therapiesituation, die Chemotherapie postoperativ komplett komplettierten und auf der linken Seite 42% der Patienten im neoadjuvanten Therapiearm das Ziel erreichten. Auf diesem Slide dargestellt ist zum einen auf der linken Seite die ITT-Population und auf der rechten Seite die MITT-Population, wobei die rechte Seite für den primären Endpunkt relevant ist. Hier war nochmal als Hypothese nochmal dargestellt, 55% DFS nach 18 Monaten sollte erreicht werden. Das ist in beiden Armen, die separat ausgewertet wurden, gescheitert. Man sieht, es ist mediane DFS im perioperativen Arm 14,1 Monate ist und in dem adjuvanten Arm 17,0 Monate. Wenn man sich die ITT-Population anguckt, sieht man schon einen Unterschied, ist aber in dieser Situation aufgrund des Studiendesigns nicht relevant. Wenn man sich die sekundären Endpunkte anguckt, das ist auf der linken Seite die Overall Response Rate, die hier dargestellt ist mit knapp 30%, 29%. Die Progression fällt halt ebenfalls aus, dass man in diesem Arm mit 7% der Patienten, also 3 Patienten hatten während der neoadjuvanten Therapie einen Tumorprogress. Auf der rechten Seite sehen Sie das, was für die chirurgischen Kollegen auch sicher relevant ist, ist, wie hoch war die Resektionsrate wirklich in beiden Armen. Im perioperativen Arm knapp 70%, im adjuvanten Arm 78%. Und man hat eine Dropout-Rate im Arm von 30,5% gesehen, was ungefähr dem entsprach, was man vorher als angenommen hat. Und man hat gesehen, dass insgesamt die Irresektabilität im perioperativen Arm tendenziell geringer war als im adjuvanten Therapiearm.
Die R0-Resektionsrate war im perioperativen Arm höher als im adjuvanten Therapiearm. Was kann man also nun als Fazit aus dieser Studie festhalten? Insgesamt ist die Studie eine negative Studie. Der primäre Endpunkt ist nicht erreicht worden. Hier ist klar zu hinterfragen, ob der primäre Endpunkt der ideale Endpunkt war. Und es macht aber sicherlich sehr deutlich, dass was ein Studiendesign auch mit den Ergebnissen einer Studie machen kann. Das heißt, man wählt von vornherein sicherlich einen Endpunkt aus, der möglicherweise die Ergebnisse nicht so darstellt, wie sie erhofft sind zum einen, aber auch realistisch darstellbar sein könnten. Insgesamt ist es so, dass man eine große Dropout-Rate hat. Das ist nicht nur in dieser Studie so gewesen, es ist auch in anderen Studien in dem perioperativen Setting so gewesen, was sicherlich optimierungsbedürftig ist und hoffentlich durch weitere Studien optimiert werden kann. Man hat insgesamt eine höhere lokale Tumorkontrolle nach der neoadjuvanten Therapie, was auch in vorherigen Studien schon gezeigt wurde. Langzeitdaten stehen hier natürlich aus. Um jetzt nochmal auf die weiteren Therapiesequenzen, die möglicherweise in der Zukunft auf uns zukommen könnten, einzugehen. Hier einmal auf Studien möchte ich eingehen, die aktuell rekrutieren oder geplant sind. Das ist zum einen die Nachfolger der Priopunk-Studie, die ich eingangs erwähnt habe. Hier wird insgesamt in den Studien häufig eine trimodale Therapie, Strahlentherapie und neoadjuvante Therapie plus Operation adjuvante Therapie getestet, häufig in der Kombination mit Porphyrinox als Systemtherapie. Die französische Studie, die Prodige 48, hier in der dritten Zeile dargestellt, untersucht hingegen auch ein Doublet, also Folfox gegen Porphyrinox neoadjuvant, jeweils plus Operation plus die adjuvante Therapie, verglichen mit der direkten Operation plus die adjuvante Therapie. Das heißt, alles in allem, die Studien haben eigentlich alle das Overall Survival als primären Endpunkt. Die französische Studie möchte wissen, wie viele Patienten nach 12 Monaten noch leben und eine komplette Therapiesequenz durchlaufen haben. Das heißt aber, wir werden in den nächsten Jahren Daten bekommen zum resektablen Pankreaskarzinom in der perioperativen Therapie. Und hier wird interessant bleiben, ist es eher ein Doublet, ist es Folfirinox, wie viel Folfirinox präoperativ und postoperativ. Es gibt Studien, die machen einen Großteil der Zyklen präoperativ, weniger postoperativ und umgekehrt. Das wird die Frage sein, was sich etablieren wird in den nächsten Jahren. Und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die interdisziplinäre Diskussion im Anschluss von dem Vortrag von Frau Rinke. Danke, Frau Koyen. Wir haben uns gerade schon vorher darauf geeinigt, dass wir jetzt erst Frau Rinke zu Wort kommen lassen und dann gleich nochmal mit Gero Pohl und Herrn Fischbach das zusammen diskutieren wollen. Frau Rinke, Sie ist offensichtlich auch zugeschaltet aus Marburg, aus der Abteilung von Professor Gräß, auch ein großes Pankreaszentrum. Sie selbst leitet dort die Sektion für die gastrointestinale Onkologie, gastrointestinale Tumore. Besondere Expertise im Bereich neuroendokrine Tumore, großes E-Netz-Zentrum, wissenschaftliche Tätigkeit. Heute aber berichtet sie über hepatobiliäre Tumore. Frau Rinke, Frau Koyen hat jetzt nicht allzu viel Zeit mehr gelassen, deswegen müssen Sie sich so ein bisschen sputen jetzt. Ja, vielen Dank für die Einleitung, lieber Benten. Ich gebe mir Mühe, nicht zu überziehen. Ich sehe noch meine Folie nicht genau. Also heute sind die hepatobiliären Tumore mir zugeordnet. Hier sehen Sie meine potenziellen Interessenkonflikte. Einmal kurz ein Hinweis darauf, dass wir ein Update der ESMO-Guideline hatten bezüglich des HCC. Das Update besteht natürlich hier in dem neuen Systemtherapieoptionen Atezolizumab, Bevacizumab aufgrund der IMbrave150-Daten. Und alles andere sozusagen wird jetzt, was vorher Erst- oder Zweitlinie war, als Option in der Zweitlinie erwähnt. Das war auch so ein Diskussionspunkt. Die beste Sequenz ist letztendlich unklar, aber da gibt es jetzt auch keine neuen Studiendaten. Es gab tatsächlich für die Phase 1, für die Erstliniensituation gab es jetzt keine, obwohl ja große Studien wie hier aufgeführt laufen, keine neuen Daten. Es gab vorab eine Pressemitteilung bezüglich der COSMIC-Studie, die Atezolizumab plus Cabozantinib versus dem alten Standard Sorafenib untersucht. Das ist hier bezüglich
des einen primären Endpunkts, nämlich progressionsfreien Überlebens, eine positive Mitteilung gab mit der Hazard Ratio von 0,63. Aber die volle Vorstellung steht noch aus und das gilt auch für die anderen hier aufgeführten Daten zur entweder doppelten Immuntherapie oder eben der Kombination aus Immuntherapie und TKI. Also es bleibt sicherlich auch im nächsten Jahr spannend auf dem Gebiet des HCCs. Hier ganz kurz, das mache ich jetzt wirklich ganz schnell, die IMRAVE-Daten, die meisten kennen sie. Ich gehe jetzt, glaube ich, mal ganz schnell durch. Es war ja Child A, guter Performance-Status 2:1, AC zu BEV versus Sorafenib. Primäre Endpunkte waren Gesamtüberleben und auch PFS nach RECIST 1.1. Hier sehen Sie die signifikante Verlängerung des Gesamtüberlebens im Acetobev-Arm noch nicht erreicht, Sorafenib-Arm gut 13 Monate. Auch der zweite Endpunkt, ja, der kommt doch auch. Das PFS war auch signifikant verlängert im Kombinationstherapiearm gegenüber Sorafenib. Nun war eine Subgruppenanalyse vorgestellt, jetzt hier auf dem diesjährigen ESMO für die Subgruppe der BCLC-B bzw. C ohne makrovaskuläre Infiltration und ohne Fernmetastasierung, also eigentlich die prognostisch günstige Subgruppe. Wie schneidet da sozusagen der Therapievergleich ab? Das waren ungefähr 20% der Gesamtkohorte. Die Verteilung der Patientencharakteristika waren etwa ausgeglichen, wenngleich Acetobev die Patienten ein Tickchen jünger waren und Sorafenib die Patienten in dem Arm etwas mehr Tarze vor Behandlung hatten. Hier bezüglich des Gesamtüberlebens, man sieht für sowohl für die BCLC-B-Situation als auch für die C ohne Fernmetastasen immer einen Trend zugunsten des Acetobev, hier so Gesamtüberlebenszeiten um die 25 Monate. Auch für das mediane progressionsfreie Überleben sieht man einen Trend zur Verlängerung unter der Kombinationstherapie versus dem Sorafenib, etwas deutlicher wieder für die B-Situation als für die C-Situation ohne Fernmetastasen. Auch die Ansprechrate, zumindest in der BCLC-B-Stadium, ist deutlich höher in der Kombinationstherapie und komplette Remissionen traten überhaupt nur unter Atezo-Bev aus. Insgesamt ist die Nebenwirkungsrate vergleichbar gewesen, auch in dieser Subkohorte. Die Zahl natürlich, die Qualität ändert sich natürlich. Also zum Beispiel Arthralgien sind erwartungsgemäß unter Atezolizumab eher aufgetreten oder Hand-Fuß-Syndrom oder Sorafenib-Rein. Von den Zahlen her ist es sehr vergleichbar. Und bezüglich der Blutungsereignisse, das war so ein spezieller Fokus ja auch bei dieser Studie, war es so, dass die Gesamtereignisse auch gleich waren. Die Grad 3, 4 Blutungsereignisse sogar in dem Kombinationstherapiearm niedriger. Also bestätigt sozusagen einmal für die gute Kohorte hier diese neue Erstlinie ihren Stellenwert. Man fragt sich so ein bisschen, sollte nicht diese Systemtherapie vielleicht auch in das intermediäre Stadium sozusagen vorrücken? Das intermediäre Stadium war nun Fokus einer Studie, die vorgestellt wurde von Arndt Vogel, der Immutase-Studie, einer Kombination aus Chemoemulsion als Standard für das intermediäre Stadium und der zusätzlichen Gabe von Nivolumab. Sicherlich unter der Vorstellung natürlich einer zusätzlichen Effektivität und auch unter der Vorstellung, dass durch die Chemoemulsion Neoantigene freigesetzt werden, die das Nivolumab vielleicht noch wirksamer machen. Das war mehrfach wiederholt worden, beziehungsweise wenn es ein Ansprechen oder mindestens eine stabile Situation gab, nach einmal Chemoemulsation plus jeweils gefolgt von Nivolumab, konnte das Nivolumab auch als Erhaltung noch fortgesetzt werden. Primärer Endpunkt war die Ansprechrate, die definiert wurde als über 55% als Wirksamkeitshinweis. Hier haben wir die Patientencharakteristika. 49 Patienten waren eingeschlossen worden, überwiegend Männer, überwiegend ECOG 0, überwiegend nicht virale Ätiologie der Leberzirrhose, überwiegend, aber nicht ausschließlich intermediäres Stadium und ausschließlich Child A Patienten. Hier sehen wir das Ergebnis bezüglich des primären Endpunktes. Die Ansprechrate war 71,4%, also eindeutig über den definierten 55%. Und auch der Waterfall-Plot sehr, denke ich, erfolgsversprechend, dass doch überwiegend Schrumpfungen erreicht wurden und ganz wenige Patienten primär nicht angesprochen haben. Hier sehen wir die Daten bezüglich des medianen progressionsfreien Überlebens. Erfreulich, dass nach 12 Monaten immer noch ein Viertel der Patienten stabil mindestens waren. Die Daten für das Gesamtüberleben sind sicherlich noch unreif, aber auch hier eigentlich ein positiver erster Trend, sage ich mal, dass nach 2 Jahren immerhin fast 2/3 der Patienten noch gelebt haben. Aber da muss man sicherlich die Updates abwarten.
Welche Schlussfolgerung können wir ziehen? Primärer Endpunkt klar erreicht, damit Wirksamkeitshinweis für diese Kombination Chemoimmunisation plus Nivolumab. Wir haben keine neuen Sicherheitssignale gesehen, auch keinen Hinweis auf eine synergistische Toxizität. Herr Vogel wies noch darauf hin, dass auch ein translationales Programm läuft, das noch ausgewertet wird und sicherlich eben auch ein Update zum Gesamtüberleben wird noch kommen. Damit sind weitere Studien dieser Kombination beim intermediären Stadium gerechtfertigt. Die Idee ist natürlich nicht ganz neu, dass man Systemtherapie mit TARC im intermediären Stadium kombinieren könnte. Die ersten Studien gibt es mit dem Sorafenib, das war ja auch als erstes verfügbar. Die waren nicht so erfolgreich, wobei die Taktics-Studie zumindest fürs PFS eine Verlängerung gezeigt hatte. Und jetzt läuft eine ganze Reihe von Studien, die eben gerade diese Kombination TARC plus entweder allein Checkpoint oder nochmal eine Kombination mit antioongenetischer oder TKI-Therapie untersuchen wird. Also auch da werden wir neue Daten gewinnen, wenn es vielleicht noch ein bisschen dauert. Hinweisen möchte ich auch auf diese Therapievergleichsstudien. Ich denke, auch das ist völlig gerechtfertigt, wenn man sich überlegt, dass die TARC im intermediären Stadium zum Standard wurde, bevor wir überhaupt effektive Systemtherapien hatten. Und deswegen ist, denke ich, die Frage völlig berechtigt mit den moderneren Systemtherapien. Sozusagen ist das nicht eine Alternative sogar zur Chemoimmunisation. Unter anderem hier erwähnenswert die ABC-Studie von Professor Galler aus Mainz, die das eben randomisiert hat. Versus Atezo-Bev. Damit möchte ich aufs Hollange-Karzinom wechseln. Hier ist ja so, dass die beim nicht-resektablen GEM-CIS die Erstlinie, die etablierte ist. Wichtig, dass wir daran denken, früh die molekularen Analysen zu machen, dass wir gegebenenfalls für die Zweitlinie die Ergebnisse zur Verfügung haben. Hier haben wir aber aufgrund der Clarity-Studie das Ifosidinib gegebenenfalls bei IDH1-Mutation beziehungsweise aufgrund der FIGHT-Studie bei FGF2-Fusion das Pimigatinib zur Verfügung, das auch zugelassen ist, obwohl es ja nur eine Phase-2-Studie war in der EU, dass wir da die gezielten Therapien nicht verpassen. Ansonsten gilt als Zweitlinie als etabliert aufgrund der britischen Daten das Folfox, das gegen Best Supportive Care getestet wurde, mit signifikantem, aber ich würde sagen nicht sehr eindrucksvollen Ergebnis mit einer Gesamtüberlebensverlängerung von unter einem Monat, aber es war statistisch signifikant. Hier erwähnenswert die NIFTY-Studie, die auf dem diesjährigen ASCO vorgestellt wurde, die in der Zweitlinie Naliri 5FU plus Leukovorin versus nur 5FU Leukovorin randomisiert untersucht hat und hier eigentlich ganz vielversprechende Daten eben für die Naliri 5FU Leukovorin Kombination gezeigt hat. Mit auch einer, also primärer Endpunkt war zwar PFS, aber auch das Gesamtüberleben war signifikant um 3 Monate länger als im 5FU Leukovorin-Arm alleine. Diese Kombination wurde nun auch in einer deutschen IO-Studie getestet, in der KNIFE-Studie, die von einem Ulmer Kollegen vorgestellt wurde. Die KNIFE-Studie hat randomisiert jetzt in der Erstlinie verglichen beim nicht resektablen Cholangiokarzinom Naliri 5FU versus GEM-CIS, wobei es eine randomisierte, aber nicht komparative Studie war. Primärer Endpunkt war die Rate an Progressionsfreiheit zum Monat 4 und definiert, also sollte die über 50% betragen. Hier sehen Sie das Ergebnis für den primären Endpunkt PFS. Das war zum Monat 4 waren es 51%, damit der primäre Endpunkt erreicht. Für das Gesamtkollektiv schien es sozusagen ganz ein Tickchen die Nase vorn zu haben, wobei, wie gesagt, es ja nicht gepowert ist, jetzt für einen signifikanten Unterschied herauszuarbeiten. Bezüglich der Ansprechrate war das hingegen für Naliri 5FU im Trend etwas höher. Interessant, diese Subgruppe, die auch gezeigt wurde, die war auch schon vordefiniert zwischen intra- und extrahepatischen Cholangiokarzinomen. Wie Sie links sehen, die intrahepatischen Cholangiokarzinome sind, dass es sozusagen scheint, dass GEM-CIS, der bisherige Standard, auch überlegen zu sein, zumindest was das PFS angeht, praktisch doppelt so lang. OS setzt sich das dann nicht ganz so deutlich durch. Aber auf der rechten Seite für die kleine Kohorte muss man natürlich einschränkend sagen, der extrahepatischen Cholangiokarzinome ein deutlicher Benefit sozusagen fürs Naliri 5FU, was 9,5 oder 9,6 Monate progressionsfreies Überleben hier hatte. Wie gesagt, ganz kleine Fallzahlen dürfen wir nicht vergessen. GEMS ist hier deutlich schlechter mit 1,8 und auch das Gesamtüberleben war praktisch dreimal so lang.
Toxizität, nichts Unerwartetes. Nalirifin-5U macht natürlich mehr gastrointestinale Toxizität, Gemcitabin dafür mehr Hämatotox, die Raten vergleichbar, auch die Zeit in der Therapiestudie vergleichbar. Was für Schlussfolgerungen können wir ziehen? Der primäre Endpunkt ist erreicht mit 51% PFS-Rate zum Monat 4. Wir haben ja damit einen Wirksamkeitshinweis für diese Kombination Nalirifin-5U-Leucovorin. Insbesondere interessant eben diese kleine Kohorte der extrahepatischen Cholangiokarzinome und sicherlich weitere Untersuchungen dieser Kombination gerechtfertigt. Ich denke, wir lernen einmal mehr, dass wir hier diese von diesen One-Size-Fits-All-Vorgehen für die Cholangiokarzinome abrücken müssen. Das stimmt natürlich für die molekularen Subgruppen, aber stimmt eben offensichtlich auch für Lokalisation, also differenzierte Vorgehensweise erscheint sinnvoll. Wir haben jetzt nach den NIFTY-Daten in der Zweitlinie für Nalirifin-5U in der Erstlinie auch einen ersten Wirksamkeitshinweis für diese Kombination. Da werden wir weitere Daten für die Zweitlinie, quasi deutsche Daten kriegen von der Hannoveraner Gruppe, die wird nächstes Jahr erwartet. Das ist im Prinzip wie die NIFTY-Studie aufgebaut, diese Naliri-CC-Studie. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und bin hoffentlich einigermaßen in der Zeit geblieben. Ja, wir haben ein bisschen überzogen. Vielen Dank auch Frau Rinke. Zu mir gekommen sind jetzt Professor Fischbach und Professor Puhl, die ich schon aus den vorherigen Sitzungen kenne, fürs Diskutieren. Ich habe gehört, zwei Minuten haben wir noch. Vielen Dank mal zunächst mal an Sie beide für die Daten. Frau Rinke, wenn wir gerade mal bei Ihrem Beitrag bleiben. Es war insgesamt, so, was das HCC angeht, fast ein bisschen enttäuschend, was beim ESMO jetzt da war. Ne? Ja, wir sind natürlich so ein bisschen durch die Fortschritte und auch die verwöhnt genau, jetzt gewesen. Absolut. Sozusagen. Und ich hätte auch gedacht, dass von den anderen, von den Phase 3 was kommt, ehrlich gesagt. Ja, von der Leap kam nicht sozusagen. Aber genau. Jetzt gehen wir mal die Subgruppenanalyse von der Imbrave, sage ich mal, das bestätigt das, was wir hatten. Da gibt es gar nicht so schrecklich viel zu diskutieren. Ich fand toll die Kombination eben die Volumab plus Tarze. Wir haben ja schon gesagt, es gab ein paar Negativstudien für die Tyrosinkinase-Inhibitoren plus Tarze und das ist jetzt das erste Mal, dass eine Kombi was gezeigt hat. Ich denke, pathophysiologisch ist das gut zu erklären, dass man erstmal, wenn Herr Fischbach da zweimal mit der Tarze drauf brät, sag ich mal, dass wir Tumornekrose bekommen, dass wir dadurch eine Immunogenität entwickeln und dass wir dann dadurch das Immunsystem so stimulieren, dass eben dann auch die Immuntherapie starten kann. Sie fangen, Herr Fischbach, glaube ich, auch an mit zweimal Tarze zunächst in. Also das Standardkonzept bei uns ist, dass wir zwei Tarze-Sitzungen als einen Zyklus gesehen zusammenfassen im Abstand von 4 Wochen. Das ist eigentlich so unser Standardvorgehen. Danach würden wir jetzt ohne irgendeine Systemtherapie zu beachten sagen, für den Tarze-Zyklus, wir kontrollieren den Patienten dann nach 3 Monaten und dann wird die Therapie bildgesteuert fortgesetzt. Ich bin jetzt ehrlich gesagt sehr froh zu sehen, wie viele Studien es gibt, wo die lokalen Verfahren mit Systemtherapien kombiniert werden, weil ich glaube, es ist eben nicht nur das Triggern von einer Immunantwort, sondern wir haben ja eben gesehen, die M-Resist-Ansprechraten liegen bei 70-80%. Also wir haben ein lokal hocheffektives Verfahren, was man eben flankieren muss. Und das ist, glaube ich, etwas, was in der Onkologie noch deutlicher gesehen und dann eben auch gelernt werden muss, dass wir in Kombination höchstwahrscheinlich besser sind, als wenn jeder für sich alleine etwas macht. Also ich sehe dafür diese Kombinations- und Mischbehandlung noch sehr, sehr viel Raum in der Zukunft. Ja, jetzt endlich muss man sagen. Ne? Jetzt läuft ja gerade die Demand-Studie auch von der AEO. Da wird halt Atezo-Bev als der aktuelle Therapiestandard plus eben auch Tarze. Ich glaube, da kann man tatsächlich wirklich einiges erwarten in der Zukunft. Und ich finde es gut, dass dies hier die Pionierarbeit mit Nivolumab kombiniert worden ist. Gero, magst du vielleicht noch ein bisschen was sagen zu den Ergebnissen der neoadjuvanten Therapie beim Pankreaskarzinom? Frau Collien hat es ja ausführlich dargestellt. Wie wird es in der Chirurgenszene gesehen? Jetzt war es sicherlich nicht die optimale Therapie. Wir wissen jetzt mehr, dass GEM plus NAP sei nicht mehr State of the Art ist, aber zum Zeitpunkt des Beginns der Studie war es das noch. Wie wird es in der chirurgischen Szene aufgefasst, du als Pankreaschirurg? Also ich glaube, dass die Daten dieser Studie, Frau Koyan hat es ja dargestellt, insofern interessant sind, als dass wir praktisch eine hohe Dropout-Rate produzieren bei der neoadjuvanten Therapie, die egalisiert wird durch eine höhere Rate
R0-Resektion der dann noch zu resizierenden Patienten. Ich würde mich allerdings auf die Zuverlässigkeit dieser biologischen Selektion eher ungerne verlassen und halte die Daten im Grunde genommen noch lange nicht spruchreif, da eine echte Therapieempfehlung für eine neoadjuvante Therapie beim primär resektablen Pankreaskarzinom abzuleiten. Bei borderline-resektablen Resektionen oder Situationen mag das dann anders sein. Das war jetzt nicht Gegenstand dieser Studie, aber ich würde eher ein bisschen vorsichtig sein in der Interpretation. Und ich denke, so wird es im Moment auch diskutiert. Frau Collien, wollen Sie noch kommentieren? Sie hatten das ja, sind ja detaillierter durchgegangen. Sehen Sie es ähnlich, die Conclusions, die man daraus zieht? Ja, definitiv. Also man muss zum einen sagen, Gemcitabin nab-paclitaxel ist ja auch in der adjuvanten Therapie mit der Studie, die zuletzt publiziert wurde, erreicht den primären Endpunkt nicht. Das heißt, sicherlich ist es nicht die Chemotherapie, die wir dort weiter untersuchen sollten. Das heißt, es wird auf eine Studie mit Folfirinox in der neoadjuvanten Therapie darauf hinauslaufen. Und dann ist sicherlich auch die Frage, hier in der Studie interessant, was machen wir aus den Lymphknoten? Die Leitlinien sagen, aktuell 10 Lymphknoten sollen reseziert werden. Hier in der Studie wurde jetzt deutlich gezeigt, dass in Zentren, die viel operieren, die sicherlich auch viel Lymphknoten operieren, dass sie dort ein Benefit gesehen wurde. Und das ist sicherlich auch nochmal spannend, dass man da nochmal den Fokus drauf legt. Also Dirk Arnold tigert schon so ein bisschen unruhig hier auf und ab. Ich denke, dass wir die Urologen jetzt nicht allzu lange warten lassen sollten. Wenn es keine weiteren Kommentare gibt, dann bedanke ich mich. Sende herzliche Grüße nach Brüssel und nach Marburg. Ganz vielen Dank für die Vorstellung der Daten. Dann übergebe ich an die Kollegen aus der Urologie. Genau, ich würde gerne überleiten zu dem letzten Thema für heute Abend, der Uro-Onkologie aus Zürich. Ist uns Frau Professor Lorch zugeschaltet, dort in der Klinik für medizinische Onkologie und Hämatologie am Universitätsspital tätig. Und im Studio haben wir Herrn Professor Wülfing aus der Klinik für Urologie aus Altona. Frau Professor Lorch, Sie haben das Wort. Ja, einen wunderschönen guten Abend aus Zürich nach Hamburg und auch nach Marburg und zu allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die virtuell noch zu so später Stunde teilnehmen. Wir werden versuchen, Ihnen noch die spannenden Highlights des ESMO 2021 aus dem Bereich der urologischen Onkologie zu vermitteln. Und ich beginne, indem ich mich fokussiere auf die Niere, Blase und den Hoden und hier jeweils ein Abstract präsentiere, welches, denke ich, auf jeden Fall auch Einfluss haben wird auf die Clinical Daily Practice in Zukunft in diesen Bereichen. Hier sind meine Disclosures. Und ich beginne mit der Niere, mit dem Nierenzellkarzinom und hier fokussiert auf den Tumor lokalisiert. Das heißt, Sie haben einen Nierentumor, der in der Regel operiert wird mittels Teilnephrektomie. Und hier das Abstract 6530 präsentiert von Tony Kueri aus Boston. Nochmal ein Update der adjuvanten Daten zu Pembrolizumab beim klarzelligen Nierenzellkarzinom. Und für all diejenigen, die vielleicht nicht ganz so viel zu tun haben mit urologischer Onkologie, hier nochmal ein paar Hintergrundinformationen. Was gibt es zur adjuvanten Therapie im lokalisierten klarzelligen Nierenzellkarzinom zu sagen? Der aktuelle Standard war eigentlich die alleinige Nephrektomie, aber es gibt Hochrisikopatienten, die eine Rezidivrate von bis zu 50% haben und bestimmte Risikofaktoren, sicherlich die Größe des Tumors, auch ob bereits lokal Lymphknoten beteiligt waren und auch wie das Grading am Ende ist, spielen hier eine Rolle. Insbesondere übrigens auch eine histologische Zusatzkomponente, nämlich der sarkomatoide Anteil. Auch der bedingt, dass die Rezidivrate trotz lokalisierter Erkrankung sehr hoch sein kann.
In den Zeiten der Zytokintherapie, mittlerweile schon sehr lange her, hat man versucht, adjuvant dies auch einzusetzen, aber ohne Erfolg im Disease-Free Survival oder Gesamtüberleben. Das Gleiche hat man versucht dann in der Ära der Tyrosinkinase-Inhibitoren. Auch hier leider enttäuschende Ergebnisse, bis auf eine Studie, die in einem sehr selektionierten Patientenkollektiv einen marginalen Disease-Free Survival Benefit sehen konnte. Deswegen ist es auch in den NCCN-Guidelines, nicht jedoch in Europa in den Leitlinien verankert, dass man über eine adjuvante TKI-Therapie mit Sunitinib diskutieren kann. Wie gesagt, nicht zugelassen in Europa. Und was hat man natürlich jetzt versucht in Zeiten der Checkpoint-Inhibitoren? Gibt es einen Benefit, wenn man eben eine Monotherapie, in diesem Fall mit Pembrolizumab, für circa ein Jahr dem Patienten gibt? Das Studiendesign etwas klein hier auf dem Dia, aber straightforward 1:1. Eine Gruppe Pembrolizumab in der Dosierung 200 Milligramm alle 3 Wochen versus ein Placebo. Der primär Endpunkt auch hier, wie bei all den anderen Studien, Disease-Free Survival. Es war eine placebo-kontrollierte Studie, wie gesagt. Und was wir bislang noch nicht haben, sind Gesamtüberlebensdaten. Jedoch, wir haben einen signifikanten Vorteil für die Gabe von Pembrolizumab in der Adjuvanz im Disease-Free Survival. Insofern eine positive Studie mit einer 32-prozentigen Reduktion im Risiko zu versterben. Dieses Jahr beim ESMO nun die entsprechenden Lebensqualitätsdaten präsentiert mit 2 verschiedenen Questionnaires, der sogenannte FKIS-Questionnaire, spezifisch für Patienten mit Nierentumoren sowie der bekannte EORTC Quality of Life Bogen, wurden Patienten zu verschiedenen Zeitpunkten im Rahmen der Behandlung gegeben und auch nach Abschluss. Und was sind die Ergebnisse? Hier zusammengefasst auf einem Dia. Letzten Endes zeigt sich, dass es keinen signifikanten Unterschied gibt in der Lebensqualität zwischen den Patienten, die Pembrolizumab bekommen haben, versus den Patienten, die Placebo erhielten. Allerdings, wenn man sich das genauer anschaut, sieht man doch, dass die Patienten mit Pembrolizumab sicherlich etwas schlechter in der Lebensqualität waren als die anderen Patienten. Und was man hier von meiner Seite anmerken muss zu dieser Studie, ja, die Lebensqualität ist nicht eingeschränkt, aber schaut man sich den individuellen Patienten an, der eben doch sehr, sehr starke Nebenwirkungen entwickeln kann mit Grad 3, Grad 4 Toxizitäten, so ist es für den individuellen Patienten sehr wohl ein Problem, insbesondere weil sie einen ganz großen Kreis von Patienten in Anführungszeichen umsonst behandeln werden. Deswegen mein persönliches Fazit, ja, Disease-Free Survival Benefit, ja, insgesamt gut verträglich, aber ich glaube nicht unbedingt, dass es für alle Patienten gerechtfertigt ist, jetzt Pembrolizumab adjuvant zu geben. Man muss sicherlich die Overall-Survival-Daten abwarten und man würde auch gerne ein bisschen Subgruppenanalysen sehen wollen, um dann sicher den Patienten beraten zu lassen. Zudem viele Studien mit Mono- und Kombinations-Checkpoint Inhibitoren unterwegs. Auch hier wird es spannend sein, wie sich die Daten hier dann präsentieren in den nächsten Monaten. So komme ich auch schon zum muskelinvasiven Blasentumor und auch hier zur lokalisierten Erkrankung, präsentiert von Christian Pfister aus Rouen, eine Phase-3-Studie der französischen Arbeitsgruppe. Man muss diese Gruppe wirklich beglückwünschen. Sie schaffen es wirklich, immer hervorragende Studien zu machen und diese auch wirklich beenden zu können. Und das ist sicherlich eine Präsentation.
Practice Changing Studie. Und auch hier ein paar Hintergründe. Was bedeutet lokalisiert? Bedeutet, dass man Patienten mit einem T2- bis T4-Tumor kein Lymphknotenbefall, kein Hinweis für Metastasen hat, muskelinvasiv. Und der Standard ist sicherlich die Operation radikale Zystektomie mit Perwiner Lymphadenektomie. Aber 50% der Patienten mindestens werden an dieser Erkrankung dennoch versterben, denn sie haben bei vielen schon Mikrometastasen in den Lymphknoten. Und deswegen hat man als Option der systemischen Kontrolle als erste Wahl, als Standard, als absoluter Standard die neoadjuvante cisplatinbasierte Chemotherapie, die einen 5-9%igen absoluten Überlebensvorteil bietet und auch die Rate an pathologisch Komplettremissionen eben auf circa 25-30% erhöht. Und das sind genau die Patienten, die am meisten profitieren. Aber einschränkend muss man sagen, zum einen, der Patient muss cisplatinfit sein, häufig ist er das nicht. Und einschränkend und ein Riesenproblem, nicht nur in Deutschland oder der Schweiz, sondern auch überall auf der Welt. Viele Patienten, die eigentlich die Therapie bekommen könnten, bekommen sie nicht, weil sie entweder nicht aufgeklärt wurden, informiert wurden oder andere Gründe dazu führen, dass leider diese Standardtherapie noch viel zu selten durchgeführt wird. Was für ein Regime wird angewendet? Im Grunde genommen hat sich so ein bisschen durchgesetzt ein Regime von 4 Zyklen Gemcitabin Cisplatin alle 3 Wochen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, MVAC zu geben, beziehungsweise Dose-Dance-MVAC. Warum Dose-Dance? Man gibt es alle 2 Wochen. Man wollte die Zeit verkürzen, eine Kritik auch der urologischen Kollegen, dass man zu lange Zeit braucht, bis der Patient letztlich operiert wird und deswegen eben dieses Dose-Dance-MVAC entwickelt worden. Normalerweise 4 Zyklen, in der Studie wurden nun 6 Zyklen gegeben. Und die Anzahl der eingeschlossenen Patienten 500. Und man hat hier in dieser Studie auch erlaubt, Patienten adjuvant zu behandeln. Das war ein ganz geringer Anteil. Hier in Frankreich scheint der Standard sich wirklich durchgesetzt zu haben, denn 88% haben die Therapien in der Neoadjuvanz bekommen. Der primäre Endpunkt ist Progressive Free Survival, sekundäre Endpunkt Overall Survival. Und was man sagen muss, ein ganz wichtiges Kriterium auch, um auch vielleicht die Empfänglichkeit noch zu erhöhen, dass man Patienten entsprechend aufklärt. 90% aller Patienten in der Studie konnten auch zystektomiert werden. Und was für Ergebnisse sieht man? Und hier sieht man deutliche, deutliche Vorteile zugunsten der neoadjuvanten Chemotherapie mit Dose-Dance-MVAC versus Gemcitabin-Cisplatin. Sicherlich überraschend, aber so deutlich, dass man schon sagen kann, dass das ein neuer Standard werden sollte, zumindest für einen Teil der Patienten, die besonders fit sind, um entsprechend sowohl das progressionsfreie Überleben als auch das Gesamtüberleben als auch die Rate der pathologisch Komplettremissionen zu erhöhen. Und man muss sagen, die finalen Gesamtüberlebensdaten sind noch nicht da. Man erwartet aber sicherlich, dass sich diese tollen Ergebnisse entsprechend bestätigen werden. Meine Zusammenfassung, ich halte dies sicher für eine Änderung im Konzept bei fitten Patienten. Es ist
nicht möglich, das allen Patienten zu geben. Man sieht es hier schon, nur 60% konnten vollständig 6 Zyklen bekommen. Das heißt, die Toxizität ist sicherlich höher, während hingegen 84% die kompletten 4 Zyklen Gemcitabin-Cisplatin erhalten haben. Es gab kaum einen Delay bis zur Operation. Wie gesagt, die Operation konnte sicher und bei den allermeisten Patienten durchgesetzt werden. Und es wird noch abzuwarten bleiben, wie die Ergebnisse sind von laufenden Studien mit Chemotherapie und Immuntherapie in der Kombination, denn diese haben alle eigentlich Gemcitabin-Cisplatin mit an Bord. Das heißt, es wird in der Zukunft wieder schwierig werden, aber bis dahin besprechen Sie mit Ihren Patienten zum einen die neoadjuvante Therapie und zum anderen eben dann mit Dose-Dense-MVAC. Da muss man sich sicherlich umgewöhnen, auch ich, aber ich denke, die Daten sind so überzeugend, dass wir dies auch tun sollten. Ich komme zum Hodentumor. Und zwar zum Stadium 2, präsentiert von Alexandros Papachristofoulou aus Basel, aus der Radioonkologie dort. Und hier noch ein paar Hintergrundinformationen. Was bedeutet Stadium 2 beim Hodentumor? Man hat bereits Lymphknotenmetastasen im Retroperitoneum und man unterscheidet entsprechend der Lymphknotengröße das Stadium 2a, 2b und 2c. Was man wissen muss, genau gerade wenn Sie Lymphknoten haben, die kleiner sind als 2 cm, ist das wirklich ein Stadium 2a? Und hier muss man sagen, häufig Fehldiagnosen, bis zu 50% falsch deklarierte Stadien 2a. Deswegen geht man auch dazu über, in diesem Stadium nicht die erste Bildgebung für bare Münze zu nehmen, sondern innerhalb einer Zeit von 6 bis 8 Wochen die Bildgebung bei diesen Patienten zu wiederholen, um zu sehen, ob der Lymphknoten größer wird, beziehungsweise ob sich in der Zeit eine Tumormarkerhöhung ergibt, die das beweisen würde. Was ist der Standard? Der Standard ist entweder eine klassische Chemotherapie mit 3 Zyklen PEB mit einem progressionsfreien Überleben von 92% oder eine sogenannte Dogleg-Field-Bestrahlung. Sie sehen es auf dem rechten Bild, auch hier sehr gute progressionsfreie Überlebensdaten, entsprechend Stadium 2a und 2b mit unterschiedlichen Gesamtherddosen. Das ist das, was Sie in den Leitlinien finden. Und das Problem ist, sehr effektiv, ja, aber wir haben junge Patienten, die sehr alt werden, die überleben. Und hier Thema Spättoxizität, ein wichtiges Kriterium. Was muten wir den Patienten zu? Und Sie sehen in Rot, die Zweitmalignomrate bei diesen Behandlungen stellt ein Problem dar im Langzeitverlauf. Und das ist auch im Grunde genommen der Hintergrund gewesen, diese Studie zu konzipieren, die in Stadien 2a und 2b jeweils einen Zyklus Carboplatin AOC7 gegeben haben, adaptiert an die adjuvante Therapie im Stadium 1 und dann eben eine Bestrahlung angeschlossen haben, aber nicht von dem Dogleg-Field, Sie sehen das hier rot umrandet, sondern wirklich nur eine sogenannte Involved-Node-Bestrahlung durchgeführt wird mit einem entsprechenden Sicherheitsabstand um den betroffenen Lymphknoten. Primäre Endpunkt 3 Jahres progressionsfreies Überleben und man hat 120 Patienten einschließen können. Und was Sie sehen, das Gesamtüberleben war 93,7% für alle und das progressionsfreie Überleben aufgeschlüsselt in 2a und 2b 95% versus 93%. Median Follow-up 4,5 Daten, also sehr reife Daten. Und ich persönlich denke, dass es für Patienten in diesem Stadium eine sehr gute Alternative zum Standard
Chemo versus großer Bestrahlung darstellt. Es gibt mittlerweile eine Folgestudie, den SAKK 01, also den SAKK 018 Trial, der auch Zentren in Deutschland geöffnet hat. Was ist anders? Man hat gesehen, es gab insgesamt 7 Rezidive bei den 120 Patienten und die allermeisten, nämlich 6, kamen aus der Gruppe der 2b. Insofern hat man hier im Grunde genommen die Chemotherapie-Intensität erhöht auf einen Zyklus Cisplatin-Etoposid. Was man aber gleichzeitig gesehen hat, dass die Rezidive jeweils nicht infield waren. Insofern hat man jetzt nochmal die Strahlendosis entsprechend verringert. Ein Stichwort noch, könnte man auch operieren. Es sind auch hier Daten vorgestellt worden von den Amerikanern auf dem GU-ASCO. Ganz klare Message: Operation außerhalb von klinischen Studien. Kein Standard, die Daten sind weniger reif als beispielsweise hier in dieser Studie. Und somit bin ich auch schon am Ende meiner Präsentation und bedanke mich ganz herzlich und mit schönen Bildern aus dem schönen Zürich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und würde an Herrn Wülfing übergeben für den Part Prostatakarzinom. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Professor Lorch, für den gelungenen Vortrag. Über den Chat kamen bisher keine Fragen. Dann würde ich an Herrn Professor Wülfing übergeben. Ja. Genau, meine Damen und Herren, liebe Frau Lorch, vielen Dank für Ihren Vortrag. Vielleicht ganz kurz noch so zur Überleitung. Ich war schon ein bisschen überrascht über Ihre Auswahl des Slides zu der Hochdosis MVAC. Wir haben ja dort immer schon mal in den letzten Jahren so die Empfehlung immer gehört, die auch aus den USA kam, zu Hochdosis. Ich muss gestehen, ich habe dieses Schema, seit ich es in den 90ern zuletzt irgendwie mal erlebt habe, als normales MVAC, nicht wirklich erkennen können, dass das hier eine Rolle spielen wird. Aber ich habe Sie so verstanden, dass Sie das glauben, dass das anders wird jetzt. Also es ist definitiv so, und zwar nicht das normale MVAC. Man hat ja beide Schemata auch verglichen, Dose Dense mit MVAC. Und das Dose Dense MVAC, auch wenn man es alle 14 Tage gibt, ist eigentlich recht gut verträglich im Vergleich zu dem altbekannten MVAC. Und die Daten zeigen schon ganz klar, dass sie in allen Belangen progressionsfreies Überleben, Overall Survival, aber vor allen Dingen auch in der pathologischen Komplettrate einen signifikanten Benefit sehen im Gegensatz zu Gemcitabin, Cisplatin. Aber ich sage es ganz klar, bevor ein Patient nichts kriegt, weil man vielleicht nicht die Erfahrung hat mit Dose Dense MVAC, sollte er dann lieber Gemcitabin, Cisplatin kriegen, bevor er überhaupt keine neoadjuvante Therapie kriegt. Denn das ist das größere Problem. Die Akzeptanz, Patienten, die es können, die Cisplatin-fit sind, dieses auch zu geben. Denn das ist der Standard mit einem Survival-Benefit und es wird deutlich viel zu wenig noch praktiziert. Prima, ganz herzlichen Dank. Wir müssen fortfahren mit Blick auf die Uhr, aber ich sende Ihnen herzliche Grüße nach Zürich und vielen Dank für Ihre schönen Vorträge und ich leite über zum Prostatakarzinom. Tschüss, Frau Lorch. Tschüss. Ja, meine Damen und Herren, das Beste kommt zum Schluss, heißt es so schön, die urologischen Tumoren hier mit Blick auf Prostatakarzinom. Wir haben in den letzten Jahren wahnsinnig viele Daten gesehen, ja, zum Prostatakarzinom. Und ich habe Ihnen drei Vorträge rausgesucht aus der ESMO Selection 2021, von denen ich glaube, dass sie die Behandlung verändern können, Practice Changing, wie man so schön sagt, oder wo zumindest neue Substanzen oder Wirkstoffe kommen, wo wir sicherlich noch was von hören werden. Das erste sehen Sie gleich hier im ersten Vortrag, das ist die PRINCE-Studie gewesen. Worum geht es hier? Es geht um das Lutetium, PSMA, Lutetium-Therapie. Und vielleicht ganz kurz zur Rationale, denn in dieser Studie sollte das Lutetium kombiniert werden mit Pembrolizumab. Da kann man sich zu Recht fragen, wieso das denn?
Ich finde es eine ganz interessante Rationale, denn wir wissen ja aus den Vorstudien, Therapy und Vision-Studie, dass die Lutetium-Therapie auch in der randomisierten Untersuchung gegen Carbazitaxel schon auch Vorteile gezeigt hat beim kastrationsrefraktären Prostatakarzinom. Nichtsdestotrotz wissen wir auch, dass die Checkpoint-Inhibitoren zwar im Moment bei vielen Tumoren angekommen sind, beim Prostatakarzinom noch nicht so. Wir haben als Single Agent bisher noch nicht so viel gute Tumoraktivität. Dennoch sagt die Rationale, dass vielleicht eben der immunogene Ansatz, Zelltod und so weiter, die Mechanismen am Ende positiv beeinflusst werden könnten und auch letztendlich durch die Lutetium-Therapie getriggert werden könnten, sodass sich hier theoretisch auch ein Ansatz für eine kombinierte Therapie ergibt. In dieser Studie hat man nun Patienten genommen und hat sie tatsächlich, es waren alles kastrationsrefraktäre Patienten, Sie sehen es im orangenen Block oben links, alle vorbehandelt mit Hormonen und auch in den meisten Fällen Docetaxel. Man hat diesen Patienten zunächst Pembrolizumab gegeben, um sie dann mit einer Lutetium-Therapie zu behandeln. Die Details kürze ich ein bisschen ab mit Blick auf die Uhr, aber ich denke, für den Fokus heute ist es auch ausreichend. Und Sie sehen im nächsten Bild hier auch noch mal zunächst die große Überschrift, die Hypothese, die Bestrahlung respektive die Radionuklidtherapie kann wahrscheinlich einen immunogenen Zelltod induzieren, sodass die zusätzliche Behandlung mit dem Checkpoint-Inhibitor hier Sinn macht. Sie sehen jetzt bei den Patientencharakteristika eine recht kleine Studie, 37 Patienten. Und spannend ist hier eigentlich, wenn Sie sich anschauen, wie die Patienten vorbehandelt sind, dann haben nach Protokoll alle eine hormonelle Vorbehandlung gehabt, aber eben auch 70% Docetaxel, also ein klassisches Kollektiv im Sinne der kastrationsrefraktären Sequenztherapie. Und man hat diese Patienten, wie gesagt, dann in dieser Sequenz behandelt. Die spannende Frage gleich zum Anfang, wie hat man das vertragen? Wie haben die Patienten das vertragen? Da sehen Sie auf der linken Seite schon mal, dass letztendlich hier relativ wenig Grad-3-Nebenwirkungen aufgetreten sind. Das sind gerade mal so knappe 10%. Wenn Sie das im Detail anschauen, sind es die typischen Nebenwirkungen, die wir so auch von den Vortherapien kennen. Und mit Blick nach rechts auf die immunvermittelten Nebenwirkungen ist ebenfalls bemerkenswert, dass die Zahl der Grad-3-Nebenwirkungen hier relativ überschaubar war. So Dinge wie Pneumonitis, aber auch Thyroiditis etc. sehr selten. Insgesamt konnte diese Therapie bei den Patienten im Schnitt in 8 Zyklen durchgeführt werden, gefolgt von einer Lutetium-Therapie von 4 Zyklen. Und Sie sehen auf dem Bild unten, dass in 11% die Therapien abgebrochen werden mussten. Das ist nicht besonders viel für so eine Kombination, wie ich finde, bei diesen ja auch vorerkrankten Patienten. Interessanterweise hat man hier, und das denke ich ist so eins der Highlights, auch ein sehr hohes Ansprechen gesehen. Sie kennen alle diese typischen Waterfall-Plots und hier ganz gut zu sehen, dass die Gesamtansprechrate bei diesen Patienten immerhin 78% ist. Das ist schon sehr hoch. Ich erspare Ihnen jetzt die Details zu dem Swimmer-Plot auf der rechten Seite, aber wenn Sie sich die einzelnen Fälle angucken, ist es hier ähnlich, wie wir es von Checkpoint-Inhibitoren kennen, dass es zu Langzeit-, aber auch verzögerten Ansprechraten kommt. Und wie gesagt, es ist eine kleine Phase 1b-Studie. Hier werden wir also auf die Follow-up-Daten noch schauen dürfen. Bei den Ansprechraten auch hier, sowohl auf der rechten Seite für das PSA wie auch beim radiografischen progressionsfreien Überleben, ermutigende Daten, 65% versus 68% hier ansprechen. Das sind, glaube ich, Zahlen, die für dieses Patientenkollektiv, die ja eigentlich weit am Ende ihrer bisherigen Therapiesequenz schon stehen, eigentlich sehr ermutigend sind. Und so wird es hier auch letztendlich zusammengefasst in den Zusammenfassungen, nämlich die Kombination der Lutetium-Therapie mit Pembrolizumab ist eine vielversprechende Therapie mit hohen Ansprechraten. Wir brauchen größeres Follow-up, wir brauchen letztendlich auch Phase-3-Studien hierzu. Aber ich dachte, es wäre eine Empfehlung und auch ein Highlight wert auf dieser Zusammenfassung heute, weil es eben eine moderne Kombination von Therapeutika ist, die eigentlich ja für sich genommen den Einzug in die Therapie schon gehalten haben. Kommen wir zum nächsten Vortrag. Hier geht es um einen Arm der Stampede-Studie. Gerhard Attar hat das vorgestellt und zwar geht es um Folgendes. Wir haben letztendlich ja aus der Vergangenheit viele Daten gesehen zum
zum nicht metastasierten Prostatakarzinom, zum metastasierten Prostatakarzinom in der hormonnaiven Situation. Und wir wissen eigentlich, dass inzwischen ein Vorteil vorliegt, das wissen Sie alle aus den Daten, für das metastasierte hormonsensitive Karzinom, wenn wir neue hormonelle Agents wie zum Beispiel Abiraterone oder Enzalutamid kombinieren. Und Sie sehen ganz gut hier aus den historischen Daten, dass wir eben für die M0-Situation, also die High-Risk-Patienten, die keine Metastasen aufweisen, diesen Unterschied bisher noch nicht rausarbeiten konnten. Das ist bisher noch nicht ganz bekannt. Sie sehen es im rechten Bild. Kein Überlebensvorteil bisher für Patienten mit M0 beziehungsweise unklare Situationen. Und hier schließt diese Studie an. Die Stampede-Studie muss ich Ihnen nicht erklären. Das ist ja ein kontinuierliches Studienkonstrukt, wenn man so will, wo immer neue Therapien aneinandergereiht werden. Deswegen ist es auch nicht überraschend, dass wir hier inzwischen über viele Jahre schon unterschiedliche Therapiearme überblicken, die zum Teil auch ineinander übergehen und die sich auch überschneiden. Ich will es abkürzen, es ging in dieser Studie, wie gesagt, um M0-Patienten, bei denen Abiraterone und oder die Kombination von Abiraterone Enzalutamid für 2 Jahre zur Standardhormontherapie dazugegeben werden sollte. Und ich darf es ein bisschen abkürzen. Sie sehen hier nochmal die Zusammenfassung. Also M0 war eines der Kriterien als Aufnahmekriterium in die Studie. Keine Metastasen. Es konnten sowohl neu diagnostizierte Patienten sein, die auch Lymphknotenmetastasen haben konnten, aber eben keine Fernmetastasen. Aber es konnten auch Patienten mit Rezidiven, Nachbestrahlung oder Radiotherapie sein. Bei diesen Patienten hat man jetzt im Prinzip hier, es waren immerhin stolze 1974 Patienten. Man hat sie nach Standard behandelt und wie gesagt, über die Jahre hat der Standard sich auch ein bisschen geändert. Aber letztendlich kann man ganz gut sehen, dass bei diesen Patienten klar gezeigt werden konnte, in der M0-Situation, dass die Hinzugabe von Abiraterone und oder Enzalutamid bzw. Abiraterone, ich komme gleich noch auf die Subdifferenzierung. Sie sehen hier einen signifikanten Unterschied beim metastasenfreien Überleben, der von der Hazard Ratio sehr überzeugend ist. Und wenn man in die Subgruppen hineinschaut, dann ist es hier so, dass wir zunächst bei dieser Studienfolge in den früheren Jahren den Therapiearm ADT plus Abiraterone hatten und in den jüngeren Jahren den Therapiearm Abiraterone plus ADT plus Abiraterone und Enzalutamid in der Kombination hatten. Und Sie sehen ganz gut, dass es eben bei der Betrachtung des metastasenfreien Überlebens hier keinerlei Unterschied gibt zwischen Abiraterone und Abiraterone plus Enzalutamid. Und das deckt sich mit den Erfahrungen aus der kastrationsrefraktären Situation. Was das Gesamtüberleben angeht, ebenfalls ein signifikanter Unterschied bei der Hinzugabe des zusätzlichen Hormons Abiraterone. Und auch hier ganz gut zu erkennen, dass wir bei den Nebenwirkungen, natürlich bei der Verdopplung Abiraterone plus Enzalutamid ganz rechts zu sehen, auch in den Nebenwirkungen signifikant ansteigen. Und wenn man das Ergebnis sich jetzt nochmal hier zusammenfasst und sagt, die Kombination aus Abiraterone und Enzalutamid ist nicht besser als die Hinzugabe von Abiraterone alleine, sie ist aber toxischer, dann wird an dieser Stelle auch klar, dass wir hier einen neuen Standard haben, so hat es Attard dann auch zusammengefasst, nämlich die 2 Jahre Zugabe von Abiraterone alleine, eben nicht Abiraterone und Enzalutamid, nur Abiraterone, beim Hochrisiko M0 Prostatakarzinom mit dem Beginn der Standardhormontherapie sollte der neue Standard of Care sein. Sie sehen es auch hier im zweiten Punkt nochmal, wenn man, wie wir das auch beim kastrationsrefraktären Karzinom getestet haben, Enzalutamid auch noch dazu gibt, im Sinne von viel hilft viel, wird das nicht weiter den Effekt verbessern, sondern die Toxizität nur erhöhen. Deswegen neuer Standard, Practice Changing an dieser Stelle, High-Risk M0, nicht nur ADT alleine, sondern auch mit der Kombination Abiraterone, so wie wir es beim M1 hormonnaiven Karzinom auch schon wussten. Im letzten Vortrag, den ich Ihnen heute ausgesucht habe, hat Karim Fizazi hier nochmal berichtet über die, wie ich finde, großartige PEACE-1-Studie. PEACE ist ein ähnliches Studienkonzept, wo immer mal wieder neue Ansätze gegeneinander getestet werden. Und es ging bei diesem Patienten erneut um das de novo metastasierte kastrationssensitive Prostatakarzinom, also Patienten frisch nach der Diagnose. Und wenn man in die Historie reinschaut, dann wissen Sie alle, dass wir
diese Patienten eigentlich lange Zeit immer nur mit Hormontherapie alleine behandelt haben und dass wir seit den Charted-Daten 2015 Docetaxel hinzugeben und Sie sehen, wie es im Zeitstrahl weiterging und wissen, dass wir dann die Daten bekamen zum Abiraterone in der Latitude-Studie und letztendlich auch Stampede uns zeigen konnte, dass bei den Patienten, die nur wenig Metastasen haben, eine zusätzliche primäre Bestrahlung auch indiziert ist auf die Prostata. Und natürlich wissen Sie auch, dass wir in den letzten Jahren immer mehr Daten bekommen haben zu den neuen hormonellen Substanzen wie Apalutamid, Enzalutamid und hier auch bereits viele Zulassungen haben. Und wenn Sie sich anschauen, wie die PEACE-Studie in den letzten Jahren hier rein rekrutiert hat, ab 2013 ungefähr, dann geht es um folgendes Study-Design. Man hat letztendlich diese Patienten mit einem de novo hormonnaiven Prostatakarzinom metastasiert, eingeteilt eben in den Standard-of-Care-Arm. Und man muss wissen, Standard of Care heißt an dieser Stelle im Prinzip der Standard um 2014, 15, 16. Also nicht nur die Hormontherapie alleine, sondern auch eine Docetaxel-Therapie. Und weil eben zusätzlich dann auch die Bestrahlung hinzukam im Laufe der Zeit, hat man hier halt die verschiedenen Arme gebildet, nämlich Standard of Care alleine oder in Kombination Plus und Minus Bestrahlung und Plus und Minus Abiraterone. Und darum ging es in dieser Studie. Man hat letztendlich, hier ist nochmal aufgeführt, was als Standardtherapie in diesem Kollektiv definiert war, nämlich die normale Hormontherapie, aber auch Docetaxel, das hatten alle Patienten, und dann die experimentellen Treatments, Abiraterone oder Bestrahlungstherapie. Und was Sie ganz gut sehen können, wenn man sich das Kollektiv anschaut, dann sind es hier 2x355 Patienten, also ein ganz relativ große Studiengruppe. Sie können die typischen Charakteristika sehen, die auch hier gut gemittelt sind. Und Sie erkennen unten nochmal in der letzten Zeile, dass wirklich alle Patienten auch Docetaxel als Vortherapie hatten. Und wenn man nun reinschaut, was die Patienten in der Gruppe, die Abiraterone bekommen haben, ganz egal, ob sie in Bestrahlungsarm waren oder nicht, dann zeigt sich, dass die Zugabe von Abiraterone bei diesen Patienten einen signifikanten Unterschied macht bezüglich des radiografisch progressionsfreien Überlebens. Sie sehen hier eine Hazard Ratio von 0,5, also 50-prozentige Verbesserung. Und Sie sehen genauso, dass wenn man hier in die High Volume und Low Volume Gruppen hineinschaut, dass man ähnlich gute Effekte sieht, auch wenn hier der Median in der Low-Volume-Gruppe noch nicht richtig erreicht ist. Was ich Ihnen auch zeigen möchte, ist natürlich dann auch der Einfluss aufs Gesamtüberleben. Sie können das ganz gut erkennen, nämlich auf dem linken Slide die Gesamtgruppe OS in the overall population, auch hier signifikante Verbesserung von einem Jahr. Und wenn man dann nochmal reinguckt in eben die Gruppe, um die es ging, also ADT und Docetaxel, dann haben wir hier den Median noch nicht erreicht, aber Sie sehen, dass auch hier ein signifikanter Unterschied besteht. Schaut man auch hier einmal in die Nebenwirkung rein, dann geht es natürlich auch hier um die Frage, bedeutet die Zugabe eines weiteren Medikamentes auch eine Zunahme der Toxizität? Dem ist eigentlich kaum so. Sie sehen, dass eben, dass sich alles ganz gut in der Waage hält und die Zunahme an Nebenwirkungen hier eigentlich nicht jetzt großartig erwähnenswert wäre im Vergleich zu den natürlich damit eingekauften Vorteilen bei der Effektivität. Und wenn man jetzt noch, und so hat es Karim Fizazi schön dargestellt, nochmal historisch schaut, was eigentlich die Fortschritte der letzten Jahre waren, dann sehen Sie, dass wir im Prinzip aus der Ära, wo es nur ADT alleine gab, über die ADT-Kombination mit Docetaxel, dann Abiraterone und inzwischen auch die Kombination jetzt Docetaxel und Abiraterone, dann sehen Sie sehr schön, wie wir in der Lage sind, auch das durchschnittliche Überleben dieser Patienten signifikant zu verbessern. Ich glaube, das ist uns allen klar, dass durch die Bemühungen dieser großen Studienkollektive da ein großer Fortschritt erzielt wurde. Und Karim Fizazi, Entschuldigung, ein zu weit, fasst es eigentlich sehr schön zusammen, nämlich Abiraterone ergänzend zur Standardtherapie ADT und Docetaxel verbessert das radiografische progressionsfreie Überleben für diese Patienten nochmals um 2,5 Jahre. Das Gesamtüberleben ist mit einer 25-prozentigen Reduktion des Sterbens am Tumor vergesellschaftet. Und letztendlich wird hier auch nochmal gezeigt, dass das Gesamtüberleben um 1,5 Jahre sich verbessert hat. Also alles sehr positive Daten für die Kombination
mit Abiraterone. Und es ist nicht überraschend, dass hier Karim Fizazi den Schluss zieht und das für Practice-Changing hilft und dass die De Novo High-Volume-Karzinome hormonnaiv zukünftig eben mit dieser Kombination behandelt werden sollten. Und damit, meine Damen und Herren, hoffe ich, dass ich Ihnen einen schnellen und kompakten Überblick über diese Daten zum Prostatakarzinom geben konnte und danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und gebe nochmal zurück an die Moderation, Frau Burkhardt. Herr Professor Wülfing, vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Über den Chat kamen leider keine Fragen. Von meiner Seite aus aktuell auch nicht. Nochmal vielen Dank. Und dann dem Ende zu, genau. Ja, vielleicht. Ganz herzlichen Dank auch von mir. Und ja, ich glaube, damit sind wir am Ende dieser beiden Tage angelangt. Herr Wündisch, Sie sind da. Ja, ich bin da. Ich habe auch aufmerksam zugehört. Vielen Dank auch an Herrn Wülfing und Frau Lorch für den, ja, für den letzten Part. War schön und beeindruckend. Ich möchte mich jetzt ganz herzlich bedanken. Einmal bei Ihnen, Herr Arnold, für die gute Kooperation. Auch bei der Ärzteakademie für die organisatorische Unterstützung. Da haben wir sehr profitiert von. Und ja, ich hoffe mal, dass das der Auftakt war zu etlichen Veranstaltungen, die da folgen werden. Und aus unserer Sicht war das ein sehr gelungener Auftakt und möchte mich, wie gesagt, bei allen in Hamburg und Umgebung, bei den Referenten, die ja teilweise aus Gauting, aus Brüssel, aus Zürich zugeschaltet waren, bedanken und wünsche allen einen guten Heimweg. Aber die meisten haben sich ja, glaube ich, von zu Hause zugeschaltet. Das ist ja nur eine kleine Gruppe sozusagen, die hier bei Ihnen und bei uns jeweils zusammensitzt und das zusammen anschaut. Vielen Dank. Das Ganze nur erwidern, Herr Wündisch, großen Spaß hat es gemacht mit den Marburger Kollegen, unser Spektrum verbreitert. Frau Burkhardt, bei Ihnen mal ganz herzliches Dankeschön für das Vorbereitungsteam, für alle, die beteiligt waren. Nicht zuletzt auch ein Dankeschön an unsere finanziellen Sponsoren. Das ist in der Tat eine technisch recht aufwendige Veranstaltung. Und da möchten wir uns sozusagen für die Unterstützung auch bedanken, die an keinerlei Bedingungen geknüpft war. Uns hat es sozusagen da auf den Weg gebracht, Ihnen, glaube ich, eine ganz gute Veranstaltung zusammen zu präsentieren. Und wie gesagt, mit den Marburgern hoffe ich, mit Marburg und Gießen, dass es weitergeht, dass wir da weiter zusammenarbeiten, wissenschaftlich, auch in solchen Fortbildungsveranstaltungen. Und in diesem Sinne, und dann bin ich wirklich fertig, ist von unserer Seite auch nicht die letzte Fortbildungsveranstaltung in diesem Jahr. Wir haben noch zweimal Towards New Standards in Oncology, unsere abendbezogenen Themenveranstaltungen. Einmal zu einem sogar Marburger Thema, endokrine und neuroendokrine Tumoren. Da hoffen wir, dass wir kritische Diskussionsteilnehmer aus Marburg haben. Und am Ende des Jahres zu Gender Medicine. Sie finden das eben auf dieser Homepage, auf der Sie gerade hier zusehen. Damit, glaube ich, haben wir alles gesagt. Ich danke sehr auch für das Zuschauen und einen schönen Abend noch.